Guten Tag, liebe Freunde. Es ist 17 Uhr an diesem fabelhaften Samstag. Ja, und ihr wundert euch sicherlich, wo bin ich denn gerade? Wo stehen wir denn gerade? Guten Tag, liebe Freunde. Es ist 17 Uhr an diesem fabelhaften Samstag. Ja, und ihr wundert euch sicherlich, wo bin ich denn gerade? Wo stehen wir denn gerade? Ja, wir sind im neuen Studio, ja, wie ihr seht. Wir haben uns nicht lumpen lassen, wir haben ganz viele Statisten eingeladen und haben uns gedacht, wir drehen die beste Talker Games Ausgabe aller Zeiten. Wir mieten einfach das Convention Center in Orlando und machen den geilsten Shit. Nehmen wir ganz im Ernst, wir sind hier auf der Star Wars Celebration, der gute Ben und ich, und wir haben uns gedacht, wir machen eine super tolle Anmoderation. Hier laufen überall Sturmtruppler rum und sonst was. Und es ist so, wir wollen in dieser Talking Games Ausgabe heute über Star Wars Battlefront zum Beispiel reden. Ja, da gibt es das neuen Ableger, ihr habt den Trailer wahrscheinlich alle gesehen, und über den neuen Star Wars Film. Die letzten Jedi, da haben wir natürlich auch, der Ben und ich, diesen Panel mitmachen dürfen. Und wir wollen ein bisschen einfach mal Mutmaßungen, ja, aufstellen, was uns denn so fasziniert hat von der Star Wars Celebration, was uns von dem Trailer fasziniert oder von Battlefront 2. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß und ich sage jetzt einmal, Intercom, ja, zurück zum Studio. So, boah, da habe ich es gerade noch geschafft, meinen Flieger zu kriegen von Orlando. Hast du auch noch geschafft, dich umzuziehen, ey. Oh, Leute. Sehr gut aufgepasst, Ben. Leute, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Star Wars Celebration oder Star Wars Talking Games Ausgabe. Ich bin froh, dass ihr eingestellt habt, denn ich war ja in Orlando, wie man ja schon gesehen hat. Und ich durfte einige Panels mitmachen zu Star Wars Episode 8, aber auch Battlefront 2 wurde ja offiziell angekündigt. Und ich habe mir gedacht, ich werde einfach mal darüber mit euch quatschen, denn wir haben heute tolle Gäste hier am Start. Ja, ein Mann, den wir bald schon als Poster bei uns ins Studio hängen können. Apropos Poster, guckt euch mal das hier an, Leute. Oh, ist das nicht schön? Ja, das ist das Poster, offiziell geknickt von mir, weil das sonst nicht in meinen Koffer gepasst hat. Ja, das ist eigentlich eine Schande. Aber sehr, sehr geil, das ist das offizielle Poster von Star Wars Episode 8, The Last Jedi. Und wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, man könnte ja ein paar Mutmaßungen hier äußern, wie wohl die Geschichte darum wird. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber kommen wir erstmal zu den Gästen. Wir haben den Yannick heute dabei. Der Yannick gibt das auch tot. Ja. Wie geht's dir, Yannick? Mir geht's bestens. Vielen Dank. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Jetzt, der Buch ist Smalltalk. War ein langer Flug, Yannick. Jetzt, ne? Ja, ich bin überrascht, dass du keine Verspätung hattest. Ja, das ist alles kein Problem. Jetzt Turbulenz. Meine Frage, Yannick. Die Leute, die kennen dich ja vielleicht noch gar nicht, ja? Aus dem Nintendo-Video schon, von der Gamescom, genau. Aber stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin seit 2010 Redakteur bei PlayNation. Ich bin mittlerweile der älteste Redakteur, was Dienstjahre angeht. Und passend zur heutigen Sendung, ich bin ein sehr großer Star-Wars-Fan. Ja, das ist schön. Ben? Was für ein Zufall, dass wir dich eingeladen haben hier heute. Ja, ich bin Ben. Ne? Ich bin gut, auch das reicht dann auch schon. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Schön, dass ich mal wieder hier bin. Die Abstände werden kürzer, ne? Ja, wer bist du denn? Dominik, ich hab einen Filmkanal, Filmlounge, und entsprechend lief bei mir auch schon der Trailer. Oh. Ja, oh ja, ich habe quasi auf die F5-Taste vergewaltigt. Ja. Und in der Sekunde... Hab ich gesehen, bei Twitter direkt... Ah, ja, der war direkt da. Und das auf dem ländlichen, bei meiner Schwester. Er wäre noch schneller da gewesen, wenn ich gutes Internet gehabt hätte. Aber ja. Nee, deswegen, ich glaube, aus der Filmsicht so ein bisschen. Ja, wobei, genau. Battlefront ist sogar ein Spiel, was ich muss ja immer sagen, so, ah ja, habe ich nicht gespielt, spiele nicht so viel. Battlefront habe ich sogar vorgestern selber noch gezockt. Und, findest du gut? Ja, macht Bock. Ich bin halt echt eine Katastrophe da drin, aber es geht ja um Spaß. Ne? Ja, das Ben, tut mir leid, dass ich dir eine Vorstellung so... Ja. Ich würde sagen, dann passt das ja, aber wenn du Battlefront diesmal auch gespielt hast, du bist ja eigentlich eher so der Filmexperte. Ja. Siehst du, wir haben heute eine schöne Runde hier am Start. Und der Ben und ich, wir haben natürlich auch geguckt in Orlando, was kann man denn so Schönes kaufen. Ne? Genau. Und das Star Wars Schwert habe ich ja schon länger, den R2-D2, den zeigen wir gleich noch, der ist sogar fernsteuerbar. Ja, und den Jabba habe ich mir gekauft, der ist ja cool, oder? Das ist der Jabba aus Orlando, der hat schon sehr weiten Flug und man sieht, der hat nicht mehr so viel Geld übrig. Ja, ja. Das hat so viel Geld gekostet. Ich finde eigentlich ein cooleres Merchandise, hätte man da nicht finden können. Und wir haben, da Tobi nie bei uns in die Sendung kommt, habe ich mir gedacht, laden wir ihn doch heute ein. Hier ist er. Boah, ist gemein, oder? Ja. So, aber wir haben noch, was Schönes im Gepäck heute in dieser Sendung. Wir haben eine Art Einspieler gedreht, um euch mal ein bisschen die Star Wars Celebration zu zeigen. Das gucken wir uns gleich aber erstmal an. Jetzt erstmal Eindrücke, Ben, ja? Bevor wir loslegen. Wir waren ja in Orlando. Hat es dir denn gefallen dort?
Ja, war sehr positiv. Es war sehr anstrengend, weil wir von morgens bis abends unterwegs waren. Abends haben wir noch Vlogs für den Mafuyux-Kanal geschnitten. Und es waren lange Tage, es waren nur 4 Tage oder so, aber es kommt mir vor wie echt eine Woche oder sonst was. Aber zur Convention muss man sagen, ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Gamescom. Weil auf der Gamescom hat man ja immer dieses Feeling, dass man jetzt, ja, alle Menschen kommen zusammen unter diesem einen Hobby. Und man spürt einfach förmlich diese positive Energie in der Luft. Und da war das aber nochmal eine Nummer krasser irgendwie auf der Convention, weil alle dann wirklich nicht nur wegen den Spielen insgesamt da waren, sondern halt wegen einem Thema. Mhm. Und du hast da so viele Cosplayer gehabt und so viele coole Leute und auch die Normalos, die da rumliefen, die haben alle gute Laune gehabt, du konntest dich mit jedem unterhalten und so viel Freundlichkeit und positive Energie habe ich schon lange nicht mehr auf einem Ort gefühlt. Ja, was ich zum Beispiel voll geil fand, das hast du, glaube ich, auch so empfunden, die Leute, einfach dieses Random. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, ihr lauft über diese Convention und ihr habt eine Kamera. Ne? Ihr geht auf die Leute zu, wir haben nie einen gefragt, oder sehr selten zumindest. Und dann sind wir auf die zugegangen und die haben direkt Posen gemacht. Weißt du, die haben das Laserschwert genommen und haben dann direkt den hier gemacht und alles, ne? So, und haben alles mitgemacht. Aber das Coole ist, die Momente, die dadurch entstanden sind. Zum Beispiel, wenn Sturmtruppler, ja, hier ein Sturmtruppler, wenn der unterwegs war, ganz alleine, irgendein Typ, ja, der läuft in seinem Kostüm, auf einmal kommt ein Lord Vader, stellt er sich direkt mit 4 anderen Sturmtrupplern dahin und die posieren zusammen und so und laufen dann die ganze Zeit mit dem rum, weil es ja Lord Vader, die müssen ja beschützen. Aber auch wenn Kylo Ren zum Beispiel auf Lord Vader getroffen ist, irgendwelche Leute, die sich gar nicht kennen, hat immer gesagt, Grandfather. Und dann hat sich dann dem unterworfen. Und da gab es auch eine Szene, da war Luke Skywalker, so ein Cosplay von Luke Skywalker, in den älteren Jahren jetzt hier aus Episode 7 oder Episode 8. Und ich fand einfach, was ich so geil fand, der läuft dann auf Kylo Ren zu und packt direkt sein Laserschwert aus und will den vermöbeln, weißt du? Aber die kannten sich gar nicht. Und das war einfach so, wo ich gesagt habe, das ist richtig geil und habe ich so noch nie erlebt, dieser Zusammenhalt der Leute einfach über das Thema, egal ob dick, dünn, schwarz, weiß, gelb, grün, ist scheißegal, ja, alle hatten einfach Spaß, alle wollten einfach nur das Hobby haben, alle haben gelacht und die Kostüme waren geil. Ich würde einfach mal sagen, bevor wir jetzt gleich über Star Wars sprechen, um das Thema Star Wars Celebration ganz kurz abzuschließen, werfen wir einen Blick auf das Video, was wir gedreht haben und dann geht's los, Leute. Guckt euch jetzt den coolen Trailer an, den wir gedreht haben. Ich bin auf der Star Wars Celebration. Neben mir ist Kylo. Ich bin vom Imperium vor der First Order, Frau Schäfer. Ich würde mal sagen, es geht jetzt los. 3, 2, 1, go! Admirale aus Star Wars Universum alles. Das hat nämlich einen Grund, das ist die 501 Legion und die machen jetzt so ein Gruppenfoto mit den Leuten. Und wir gehen einfach mal dahin und gucken uns das an, das ist richtig heftig. Liebe für den Sturmtruppler. Love is everywhere. Weg zu Star Wars Battlefront, denn da findet gleich der Panel statt. Und ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich, guck mal hier, es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Die laufen Sturmtruppler durchs Bild, alles. Ne? Ja, siehst du, kannst du mal sagen, sehr, sehr cooler Sturmtruppler. So, da ist die Galaxy Stage und hinter dieser Tür, hinter dieser Wand befindet sich Star Wars Battlefront 2 von Electronic Arts. Und da wird ja von heute einen Blick drauf heften, aber man munkelt, dass wir noch einen besonderen Termin danach haben. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, ja, weil die Presse hat heute Morgen schon Battlefront 2 sehen können und wir sind jetzt erst dran, weil wir ja irgendwie Special Guests sind. Das Krasse ist, die ganzen Leute stehen alle hier an und ich glaube, es geht noch weiter nach da unten und so weiter. Es wird richtig voll und ich bin mal gespannt, wie dann auch die Emotion sein wird. Hmm.
There's a reason. There's a reason. Well, where are we going to go during this story? I mean, I'm sorry. Sehr viel gesehen. Zu allem voran muss man natürlich sagen, groß im Bilde war natürlich der Singleplayer von Battlefront 2, den sich alle gewünscht haben aus der Community. Und der wird jetzt auf jeden Fall geboten. Und was war da los? Die Leute rasten aus, die Stimmung ist gut. Ja, ganz kurze Information. Also, Aiden ist eine, ja, wie soll man sagen, Anführerin einer Gruppe von Sturmtrupplern. Ja? Und diese Sturmtruppler stellen sich auf dem Planeten Endor hin und stellen sich dann die Frage, what the fuck is going on? Denn der Todesstern explodiert. Genau, das ist der echte Todesstern. Und zwar spielt das Ganze zwischen Episode 6 und 7. Ja, und da dürft ihr euch drauf freuen. Und es ist so, dass Inferno Squadron, so heißt es, wird dann natürlich eine sehr, sehr interessante Geschichte erleben. Und wir werden fliegen können, wir werden Helden wie Kylo Ren spielen können. Und Luke Skywalker, das ist natürlich krass, weil sowas gab es vorher noch nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Perspektive, also die Sicht der Sturmtruppler. Was passiert eigentlich mit den Sturmtruppen, wenn der zweite Todesstern explodiert in Episode 6? Wie fühlen die sich? Oder wie ist es dann halt vor allem mit Aiden? Weil sie ist ja eine passionierte Kämpferin fürs Imperium. Das Imperium ist ihr Leben. Ja. Was ist damit ihr? Also da ist eine ganz starke Geschichte dahinter. Ne? Genau, wir haben jetzt nicht allzu viel erfahren, außer dem Trailer gesehen. Erste kurze Information zur Singleplayer-Kampagne. Also wir werden unter anderem unsere Protagonistin aufsteigen lassen können. Ja, wir werden sie verbessern können in den Fähigkeiten. Aber wir spielen ja im Squad sozusagen mit unseren Freunden, ja, unseren Mitstreitern. Diese können wir aber allerdings nicht irgendwie kommandieren. Wir können jetzt nicht sagen, geh nach A, geh nach B, sondern die sind einfach nur mal als Squad dabei. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Findest du es gut oder schlecht? Ich finde es okay, weil wer weiß, was das Singleplayer-Gameplay denn noch alles zu bieten hat. So. Ja. Und da würde ich aber mal sagen, kommen wir zum Multiplayer, der auch wichtig ist. Genau. Vor allem voran muss man sagen, es gibt drei Errors. Ja, also wir haben Errors. Error. E-E-0404. Also, wir haben Episode 1 bis 3, Episode 4 bis 6 und die neuen Filme sowie Star Wars Clone Wars dabei. Ich glaube, der Multiplayer-Modus wird wieder Modi bis zu 40 Spielern haben. Und es wird so sein, dass wir unter anderem neue Maps kriegen. Und das Geile ist, es sind auch Helden da, wie zum Beispiel Darth Maul, ja? Kylo Ren. Wir haben Helden Daisy dabei, ja? Genau. Unsere gute Rey. Also, alle aus der neuen Trilogie und halt auch aus der alten Trilogie. Ja. Und aus der mittleren Trilogie, wenn man so will, also 1 bis 3. Und Darth Maul ist natürlich so ein bisschen das Aushängeschild von Battlefront 2. Sieht auch mega nice aus. Ist einfach immer noch einer der geilsten Antagonisten, finde ich, in Star Wars. Mega. Und ich hoffe auch sehr, wurde aber noch nicht bestätigt, auf General Greaves. Ne? Boah. Und das wäre natürlich der Oberhammer, der Druid kennt er ja. Ja, mit den 4 Laserschwertern. Genau, und es wird vieles verändert. Das heißt also, es gibt wieder sozusagen Klassen, ne? Und nicht irgendwelche Pickups irgendwie. Ja. Sondern halt, die wollen es ein bisschen verändern. Nicht diese standardmäßigen Objectives, die wir kennen, sondern wirklich halt diese, ein bisschen halt auf kleinere Pickups gehen. Ne? Wenn du nicht, auf einmal mittendrin. Wow! Das Problem ist, hier ist auch mal so ein komischer R2 aufgefahren und hier ist auch mal voll die Party. Aber egal. Hier geht auf jeden Fall voll die Action. Aber Battlefront 2 Multiplayer wird, glaube ich, schon ganz geil. Unter anderem ist Yavin 4 dabei, die Starkiller Base ist dabei, Kamino ist dabei, die Planeten haben wir gesehen. Und es soll so sein, dass der ganze Multiplayer-Modus viel tiefer eingreift. Ja, wir werden unsere Charaktere, unsere Sturmtruppler modifizieren können. Wir können ihre Fähigkeiten verbessern, aber auch die Fähigkeiten der Helden. Und das Geilste ist, Leute, es gibt keine Pickups mehr. Ja, und ich würde einfach mal sagen, Leute, Koop-Modus ist auch noch ganz gut. Es wird einen Koop-Modus geben. Man hat sogar nachgefragt, ob es einen, ob es einen Single gibt. Aber einen Koop-Modus wird es definitiv geben. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch Singleplayer-Missionen geben, die man im Koop dann spielen kann. Ja. Vielleicht so eine Story-Sachen oder halt irgendwelche Missionchens halt abseits von der Alten und alles andere. Okay, kurzes Fazit. Ganz schnell kurz. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Story tief greifen wird, ob die Story wirklich was zu bieten hat. Aber ich glaube, die Story-Ansätze und dieser Point of View halt aus der Perspektive dieser Truppen ist so vielversprechend, dass wir wirklich am Ende dann eine Story geboten bekommen, die uns überzeugt. Und es kommt ja noch ein Buch dazu und parallel kommt auch bald noch ein Buch in
Infernal Squadron oder irgendwas in der Art Star Wars. Und da könnt ihr dann auch nochmal die Hintergrundgeschichte von Aiden ein bisschen erfahren und alles. Und die haben da wirklich auch einen vollwertigen Helden gebaut. Und da freue ich mich echt extrem drauf. Ja, wenn man so will. Aber das ist so ein bisschen dieses Heroische wird da beleuchtet. Genau. Also wir fassen zusammen. Es gibt Episode 1 bis 3, Episode 4 bis 6, Episode 7, Episode 8 gibt es auch. Wenn ihr Battlefront vorbestellt, kriegt ihr bestimmte Klamotten. Da war ein bisschen im Saal die Stimmung. Koop-Modus bekommen wir. Wir bekommen Funktionen, um Raumschiffe anzupassen. Wir können unseren Sturmtruppler anpassen. Wir kriegen neue Planeten. Wir können nach Kamino reisen und was weiß ich alles. Und Darth Maul ist dabei, Yoda ist dabei, was weiß ich nicht alles. Also Daumen hoch, hey dafür. Und ich würde einfach mal sagen, Ben, wir werden bei Talking Games ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ne? Weil wir sind ziemlich geschafft. Oh mein Gott. Stell dir vor, dein Gotteskörper ist komplett aus Lego erschaffen und du siehst dann so aus wie ein Death Trooper. Puccini! Oh. Star Wars Celebration kostet unheimlich viel Geld, sowas umzusetzen. Aber wenn ihr euch zum Beispiel beim offiziellen Store anstellen wollt, müsst ihr 180 Minuten zum Beispiel warten, um ein T-Shirt zu kriegen. Und der ist sich nett. Der ist sich nett. Your name is Toby, right? No. Oh. Das hier ist die Show Hall. Hier findet alles statt. Ja, hier sind die ganzen Leute mit den Kostümen. Sogar Batman ist hier. Guck mal, Batman mit Laserschwert. Geil. Und wir haben hier Sturmtruppler. Alle sitzen hier am Start. Und hier gibt es auch ganz viele Shops. Hier gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel hier anstellen, hier drüben. Und kann dann bei einem Fotoshooting mit einem AT-ST mitmachen. Sehr geil. Dann haben wir hier drüben ja, ganz viele Spots, wo man Fotos machen kann. Den wir uns noch angucken. Yeah. Oh Leute, guck mal, wie geil dieser Druide aussieht. Und der ist komplett fernsteuerbar. Hat jemand gebaut. Richtig geil. Denn hier gibt es einen Stand, Leute. Hier gibt es einen Stand. Und da sind einfach 40 R2-D2s auf einmal. Und zum Beispiel auch diese alte Mühle. Ja, ist ja kein R2. Ist ja keine R2-Einheit, ne, Leute? No! Oh. Ihr kennt sicherlich alle Musterbrand. Das ist ja eine Marke in Deutschland, die Gaming-Merchandise herstellt, aber nicht so extrem übertrieben, sondern sehr minimalistisch. Und guckt euch mal diese geilen Jacken hier an. Die kann man nicht kaufen. Die kostet natürlich ordentlich Geld, aber ist das nicht geil? Guckt dir diese Kylo Ren-Jacken an. Wenn ich könnte, würde ich mir die sofort mitnehmen. Übelst geil, ja. Und das gibt es für Männer und für Frauen hier. In Deutschland gibt es auch einen Shop davon. Und ich werde mir, glaube ich, so eine geile Lederjacke mal bestellen. Ne? Hier mit dem Star Wars-Logo, mit dem Emblem drauf. Alter, geil! Die krasseste Ecke hier auf der Star Wars Celebration, finde ich, ist dieser Stand. Und zwar Mandalorianer gibt es hier. Kommt mal mit. Ja? Und es ist einfach wie so eine Art Tuning-Werkstatt hier. Wir sind alle, hier sind alles Mandalorianer mit verschiedenen Kostümen. Und die modifizieren die selber. Wie krass das Kostüm aussieht. Ja. So, dann hat man aber auch ein bisschen Angst, wenn man hier unterwegs ist. Ja, die stehen dann einfach hier. Yeah, the weather is so good today. Und dann stehen die hier. That's right? Hey, senor. Wir haben aus dem Play Message Büro mal eine Waffe mitgebracht. Ja, wenn die Mitarbeiter nicht hören, dann machen wir. Ben, komm mal her. Ben, willst du Gehalt mehr? Wer
Wer schon immer einen tollen Gegenstand in seiner Wohnung haben wollte, kauft sich diesen Jobber. Nein, das Ding kostet $7,500. Ist das nicht eine Nummer? Aber ich würde es verkaufen, wenn ich das Geld hätte, oder Ben? Hey Han Solo, do you like him? What's that? Do you like him? Absolutely. I don't mind. What is his name? Jabba. Okay. Han Solo like Jabba. I don't mind. You know what? I may work for him, but you know he keeps you paid. Liebe Freunde von PlayNation.de, das war die Star Wars Celebration für dieses Jahr. Wir haben Star Wars Battlefront gesehen, den Trailer zu Star Wars Episode 8 und durften natürlich auch bei 40 Jahre Star Wars dabei sein. Für die tolle Sache. Mein Fazit, es ist wirklich eine super schöne Sache. Man hat jeden Tag, wenn man hier ist, immer das Gefühl, man sieht etwas Neues, weil die Leute alle so coole Kostüme haben und so weiter. Das ist unheimlich geil. Aber was mich wirklich am meisten geflasht hat, war natürlich einmal Episode 8 im Trailer, das ist ganz klar. Aber auch Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich mega drauf und bin auch sehr gespannt, wie wir das alle dann letztendlich finden werden. Und ich bin sehr gespannt auf euer Kommentar, was ihr zur Enthüllung sagt. Sagt ihr geil oder eher nicht geil? Schaut unbedingt die Talking Games Ausgabe dann auch, ne? Da reden wir über Star Wars und reden noch ein bisschen mehr über Star Wars Battlefront. Wird sehr, sehr cool. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zusehen und jetzt zurück ins Studio. Das ist einfach vorbei. Oh, schön. Ja, Leute, also gab es ein kleines technisches Problem irgendwie im Video, aber ist egal. Wir werden das nochmal separat hochladen für alle, die es gerne nochmal sehen wollen und das ohne technische Probleme. Auf jeden Fall schön. Also war geil, oder? Wow, aber jetzt reden wir über die Ankündigung. Fangen wir erstmal mit Star Wars Episode 8. Wie fandet ihr den Trailer? Okay. Okay? Ja. Warum nur okay? Nein, es ist halt ein Trailer. Also ich finde das jetzt nicht... Also bist du nicht ausgeflippt zu Hause? Nein, ich habe noch kein Trailer-Reaction-Video hochgeladen, wie ich unfassbar ausgerastet bin. Nö, ich finde, es gibt ja jetzt sowohl so Stimmen, die sagen so, da sieht man ja gar nichts, andere rasten aus. Und ich muss halt sagen, nö, also sieht erstmal aus wie ein Trailer. Es gibt die ersten Bilder. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen getriggert, interessiert mich. Ich finde es gut, dass nicht so viel von der Story verraten wird. Verstehe ich allgemein nicht, dass Leute das bei Trailern immer sehen wollen. Ich finde es ganz schlimm, wenn der Film in 2,5 Minuten erzählt wird und du eigentlich nur noch ins Kino gehst, um die letzten 5 Minuten zu erfahren. Das finde ich erstmal super. Aber es ist jetzt für mich nichts dabei, wo ich jetzt sage so, okay, wow, oh Gott, das ist ja krass. Sondern ist für mich jetzt erstmal so, wie man es erwarten konnte, wenn man eben sich auch an die letzten Szenen von Episode 7 erinnert, ist es klar, dass die beiden jetzt wohl ein bisschen was miteinander zu tun haben werden, dass es da noch den einen oder anderen Spruch gibt. Aber also, es hat mich jetzt nicht total überrascht. Dementsprechend bin ich auf so einem ganz soliden Level und sage, ja, das kann auf jeden Fall was werden dieses Jahr. Es war immer geil bei der Celebration. Immer wenn was Geiles passiert ist, hatten die Leute Laserschwert dabei und haben dann immer so gemacht. So, Ich war ja letztes Jahr in London. Das war halt auch bei Rogue One, egal was gesagt worden ist. Also das war völlig wurscht. Die Leute sind aufgesprungen, die haben gejubelt. Das ist echt eine, also genau wie ihr erzählt habt, das ist eine total krasse Energie da. Dementsprechend glaube ich, dass man so einen Trailer auch ganz anders nochmal wahrnimmt, wenn man den halt in so einer Überbegeisterungs-Crowd sieht. Aber tatsächlich schlechter. Weil ich finde, als ich da saß und ich habe den Trailer gesehen, ich war viel mehr damit beschäftigt, es war einfach so eine krasse Kulisse. Du wusstest jetzt nicht so, weißt du, und alle Leute haben dich irgendwie ein bisschen abgelenkt, fand ich. Deswegen, haben den Trailer das zweite Mal gezeigt, das ging dann. Aber als ich mir den dann in meinem Hotelzimmer auf dem Laptop angeguckt habe, da habe ich mir gedacht, boah, geil, da war ich halt voll getriggert, weißt du? Ja, du hast halt Ruhe dann, du kannst dich darauf konzentrieren, was passiert da gerade vielleicht. Genau. Und du siehst irgendwas und dann auf einmal flippen alle aus und denkst, oh, was ist jetzt denn los oder so. Aber das war schon sehr, sehr... Du hast halt einen ganz anderen Bezug auf jeden Fall, alleine jetzt schon zu diesem Trailer, den nimmt man natürlich total anders wahr. Janik, du als übelster Star Wars-Fan, ja, hat dich der Trailer aus den Socken gehauen, hast gesagt, geil, Luke! Also ich fand's gut, dass es nicht zu viel gezeigt hat, auch nicht zu wenig. Alle wichtigen Charaktere sind zu sehen gewesen und ich freue mich, es geht weiter. Mhm. Und ich habe eine Frage an euch, die viele so sich immer die Frage stellen, ist das richtig so? Die alten Charaktere, ja, zum Beispiel Harrison Ford als Han Solo und so weiter, findet ihr gut, dass sie in Episode 7 zum Beispiel dabei waren und jetzt auch mit Luke die Geschichte weitergeht oder sagt ihr, sind deplatziert? Ich finde es ehrlich gesagt wichtig, weil man damit auch den Fans zeigt, dass man Respekt vor dem Franchise hat, dass man weiß, was den Leuten wichtig war, was den Leuten an den Charakteren wichtig war und wie sie dann auch mit den neuen Hauptcharakteren interagieren. Mhm. Siehst du das? Wie seht ihr das?
Also ich habe da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Also warum auch? Ich meine, letztendlich können wir ja froh sein, dass, ich meine, unsere Prinzessin ist ja nicht mehr auf diesem Planeten. Aber jeder, der noch da ist und in der Storyline 6 und zu 7 und zu 8, ja, warum sollen die aus der Galaxie verschwunden sein? Es war logisch, dass sie von 1 bis 3, dass da alles anders erzählt werden muss und dass andere Charaktere da sein müssen. Aber wer noch irgendwie Bock hat, dabei zu sein und das irgendwie sinnvoll da hineingeflochten werden kann, ist das doch super. Gibt doch einem wirklich eher das Gefühl, dass es ein cooles, neues, nicht nur das coole neue Universum wichtig ist, sondern genau wie du sagst, dass man weiß, welche Figuren waren den Leuten eigentlich wichtig. Die negativen Stimmen sagen natürlich dann, ja, braucht man das? Oder sind jetzt die neuen Charaktere vielleicht nicht von der Gewichtung her schon so, dass sie für sich selbst auch einfach stehen? Mhm. Und hast nicht gesehen, da kann man ja viele dann negative Angriffsfläche sich vielleicht ausdenken oder so. Aber man sieht ja allein auch bei Großadmiral Tarkin, heißt er so? Mhm. Großmoff? Der Großmoff Tarkin. Da hat man ja spätestens gesehen, obwohl er ja auch nur eine CGI-Figur im Endeffekt war. Die Leute, die lieben das einfach, wenn du da irgendwelche alte Sachen mit reinbringst und diesen Fanservice halt einfach erfüllst. Ne? Ja, das ist einfach genau, positiv. Genau, da finde ich, da musst du halt immer irgendwie gucken, das war mir bei 7 ein bisschen schon zu viel. Ich kann verstehen, dass man das geil findet. Aber ich finde jetzt aber erst allgemein, dass die dabei sind, finde ich super. Fanservice finde ich halt immer auf einem guten Level halten, aber nur Nostalgie bringt dann eben auch nichts. Ja, ich fand aber teilweise, Han Solo fand ich manchmal ein bisschen zu aufgesetzt. Ich fand diese Sprüche und so waren manchmal ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, so, zum Beispiel mit, da habe ich ein ganz mieses Gefühl, dieser legendäre Satz. Und er sagt es halt so, man erwartet, dass er es sagt. Weißt du, was ich meine? Ist ja auch ein bisschen so ein 80er-Jahre-Humor. Ich weiß nicht, funktioniert sowas heutzutage noch? Also, keine Ahnung. Wenn es richtig macht. Wenn es richtig macht. Vielleicht, ja. Ja, und hier sehen wir Finn, ja, gespielt von John Boyega, der auch auf der Celebration war. Und natürlich gibt es da ganz, ganz viele Gerüchte drum, was mit ihm ist, weil er hat ja diese krasse Rückenverletzung. Wer Episode 7 noch nicht gesehen hat, es tut mir leid. Super, dass du jetzt schon die Spoiler warst. Genau, aber der hat ja wirklich diese Rückenverletzung. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann er denn wohl dann weiterleben? Ja, wenn man mit dem Lichtschwert so massiv getroffen wird, ist es ja wahrscheinlich nicht so, dass du mal einfach wieder aufstehen kannst. Und es gibt dann auch so die Frage, wofür entscheidet er sich, für welche Seite? Und da hat John Boyega gesagt, dass es so ist, er hat diesen Konflikt zwischen fliehen vor dieser ersten Ordnung oder den Rebellen zu helfen. Und das soll man im Film dann auch spüren, dass er wirklich diesen krassen Konflikt hat. Und ich finde es auch gut, dass es ein bisschen düsterer wirkt alles. Ne? Ich fand Episode 7 war so ein bisschen manchmal zu lustig, weißt du? Wenn ich dann Rogue One nehme und ich gucke mir das an, so dieses nahe gefilmt dreckige Kriegsgeschehen und dann siehst du das so Episode 7, dann denke ich mir so, deswegen, ich finde Episode 7 ist ein geiler Film, ist okay, aber ich fand jetzt geil, dass es alles so düster wirkt, Luke ist so mythisch und das ist einfach so, was ich persönlich geil finde. Wie siehst du das? Findest du es gut, dass es düster wird? Hast du auch den Eindruck? Also mein Lieblingsfilm der Saga ist sowieso der düsterste, deswegen an sich finde ich es nicht schlecht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass unbedingt der Film deswegen düster sein wird, nur weil der Trailer diese Atmosphäre hat. Mhm. Weil wir haben jetzt knapp 1,5 Minuten davon gesehen und der Film wird mit Sicherheit mehr als 2 Stunden dauern und es gibt so viele Möglichkeiten, wie man dann die Handlung präsentieren kann, wie die Grundstimmung sein wird. Ja. Viele Stimmen, auch die Schauspieler, ich glaube Adam Driver zum Beispiel war das, die haben ja auch schon alle im Vorfeld aber auch angekündigt, dass er ähnlich aufgebaut wird von der Atmosphäre wie Episode 5, ne? Das Imperium schlägt zurück, dass man halt wirklich dann auch am Ende vielleicht nicht unbedingt da sitzt und sagt, ja alles happy, happy Sonnenschein, sondern wahrscheinlich einfach ähnlich. Ne? Episode 8 wird dann nochmal so ein richtiges Breakdown irgendwann kriegen und dann ist halt dann so ein bisschen auch als Auflauf für Episode 9 dann gedacht, ne? Dass dann am Ende wieder dann alle happy Eierkuchen da. Aber vorher noch der Schlag in die Magengrube. Genau, so ungefähr. Und dann kann man sich natürlich schon vorstellen, wenn es so wird, ja, dann wird es schon sehr düster und ernst und streng und viele Thematiken halt nicht unbedingt so positiv, aber am Ende von Episode 9 wird ja eh alles gut, wie wir wissen. Ne? Ich finde es halt irgendwie, das ist halt der Punkt, bei dem ich sage, ja, es finde ich ein bisschen schade, wenn man eben jetzt schon wieder weiß, also erstmal Episode 7 war ja so ein bisschen Episode 4 Reloaded. Mhm. Und wenn man jetzt wieder merkt, so ja, könnte dann auch so werden wie bei Episode 5, wo ich sage, ich will doch nicht dieselbe, eigentlich, das ist etwas, was mir jetzt selber wieder so ein bisschen im Magen liegt, dieses, ja, wir müssen jedem Fan das irgendwie wieder so richtig auf dem Silbertablett servieren. Ich will doch gar nicht, dass Episode 8 jetzt irgendwelche Ähnlichkeiten zu Episode 5 hat. Nee, warum? Neues. Genau, erzählt mir was Neues.
Neues, überrascht mich an anderen Stellen. Vielleicht gibt es den Schlag in der Magengrube einfach mal nach Minute 3. Ja. Vielleicht gibt es zwischendurch tatsächlich mehr dramatische Elemente. Ich habe auch theoretisch kein Problem damit, wenn es an einigen Stellen mehr Komödie ist als Science-Fiction. Irgendwie, ich finde es halt schön, wenn man eine Welt nimmt und daraus was Neues macht und nicht einfach quasi die gleichen Geschichten, gut gegen böse ist sowieso klar, das ist auch alles fein, aber quasi die gleichen Geschichten und sehr, sehr ähnliche Konflikte wieder irgendwie mit integriert. Also zum Beispiel jetzt, dass er sich überlegen muss, oh, zu welchen Leuten steht er denn jetzt? Nehme ich ihn mir doch eigentlich nach Episode 7 schon gar nicht ab, nachdem er sich doch eigentlich schon total klar positioniert hat. Warum soll er jetzt doch noch mal zur dunklen Ordnung gehen, nachdem Nein, er möchte nicht so. Er möchte aber ja. Aber er hat den Konflikt. Ja, sein Konflikt ist, entweder helfe ich den Rebellen, ja, und sorge dafür. Ah, okay, oder, für den, verstehe. Oder ich fliehe und bin einfach weg. Ja. Ja. War das nicht auch schon in Episode 7 so und hat er nicht schon in Episode 7 diese Entscheidung getroffen? Genau, das meine ich. Es ist auch so, dass auch eine ziemlich krass häufig gestellte Theorie war, dass Rey ja die Tochter von Luke Skywalker ist. Auch das wurde ja von Daisy auf dem Panel dementiert. Also sie hat gesagt, die sind in keinem Verhältnis zueinander. Deswegen stelle ich mir die Frage so, was ist so, wer sind die Eltern? Ja? Also wenn du daran denkst, dass sie ja einen britischen Akzent haben und dass es nicht so viele Charaktere in Star Wars gibt, die einen britischen Akzent haben. Was schließt du daraus? Ich schließe gar nichts daraus, ich warte auf den Film. Also okay. Aber es wird zumindest nicht Luke sein. Nee, aber was wäre denn deine Theorie? Kannst du ja sagen. Es gibt halt einen Sir. Ja, da wäre natürlich Obi-Wan eine Möglichkeit, aber ich denke mal, das ist ein zu großer Altersunterschied. Obi-Wan, boah. Auf jeden Fall wird die Frage in Episode 8, glaube ich, geklärt. Ne? Also es wird auf jeden Fall geklärt, wer die Eltern sein werden, das steht ja fest, aber ich weiß nicht, ob es schon in Episode 8 sein wird oder 9. Ja, weil in Episode 7 weiß man ja nur, dass sie auf ihre Eltern wartet, auf Jakku heißt der Planet, ne? Genau, und mehr weiß man ja da noch nicht und da gibt es dann die Mutmaßungen. Poe Dameron natürlich auch wieder dabei, BB-8 auch im Start, ja, da ist dann auch auf der Bühne dieses technologische Monster gefahren. Wie die das hinkriegen, habe ich keine Ahnung. Das ist so faszinierend. Es kommt auf die Bühne, der Kopf kann sich drehen, das Ding redet, alles funktioniert. Und ich saß da, ich dachte mir so, ich will ihn haben. Also, aber das ist so krass. Ich habe letztens gelesen, wenn du dieses Modell in der Größe haben willst, kostet irgendwie $12,000 oder sowas. Und das ist schon eine Nummer. Ich nehme 2. Nimmst du 2? Hast du Geld, ne? Ja. Bist ja bald Anwalt, ne, Janik? Nee, genau. Der Film soll in den USA soll der am 15. Dezember kommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Also meine Theorie ist, was ich mir persönlich wünschen würde, wäre, wenn Luke Skywalker wirklich immer böse werden würde. Weil das hat Mark Hamill sich ja schon mal gewünscht. Das gab es irgendwann in den 70er Jahren oder 80er Jahren. Da gibt es so ein Video, wo der mit den ganzen Leuten am Tisch sitzt und er schlägt diese Theorie vor, aber ist ja nie was draus geworden. Aber stell mal vor, was das für ein Plot-Twist wäre. Und wenn man sich das Poster anguckt, ja, das Poster, dann sieht man auch, ne, dass es hier, also ich finde es halt, vielleicht ist das ja ein Zeichen, dass das Laserschwert ausgerechnet hier oben rot ist und dann die, also einmal Kylo Ren zu sehen ist und dann eben Luke, ja. Vielleicht oder vielleicht auch nicht, das sind alles so Theorien und ich finde das halt so geil bei Star Wars, dass man da so viele verrückte Ideen gibt, ne. Also inhaltlich muss man ja sagen, dass in Episode 7 wurde doch erklärt, dass Kylo Ren war ja auch ein Schüler von Luke Skywalker an der Akademie noch oder sowas, ne. Und der ist ja dann quasi zum Sith, also er ist nicht, ist er Sith? Nee, ne? Ich glaube nicht ganz. Er ist so eine Art, ne? Kämpfer für die dunkle Macht. Und ja, er war ja Luke Schüler. Ne? Ich weiß ja nicht, was da passiert ist in der Akademie, aber es ist ja in Star Wars, in den klassischen Filmen, ist es ja nicht so, dass es sowas wie Rückblenden gibt. Ne? Also wird das ja wahrscheinlich nicht irgendwie gezeigt oder so, aber ja, mal sehen, wie das vielleicht auch noch irgendwie im Verhältnis steht. Also Luke Skywalker und Kylo Ren oder wer weiß, was da noch für Twists dann auf uns warten. Ne? Ich fände es ja immer spannend, wenn man nicht genau sagen kann, gut oder böse. Also das finde ich bei Geschichten halt immer, also egal, ganz fernab, ob es jetzt Star Wars betrifft oder eigentlich egal, was in der Filmgeschichte in irgendeiner Art und Weise so einen Konflikt hat. Das finde ich immer spannend, wenn du eben als Zuschauer nicht direkt sagen kannst, gut, böse, gegeneinander, ich bin auf einer Seite. Sondern ich finde gerade Filme immer spannend, indem du vielleicht sogar nach 30 Minuten pro bist, nach 70 Minuten denkst so, was für ein Wichser. Ja, so, und also, dass du selber, weil Menschen ja auch grundsätzlich nicht immer nur gut und böse sind, sondern dass du da vielleicht mal sogar so einen Mix findest, dass du mal Angst hast, dass jemand irgendwie abrutschen kann oder vielleicht auch einfach in so einem grauen Feld nachher bleibt. Aber Du meinst zum Beispiel, wenn jetzt Luke sich für die dunkle Seite der Macht entscheiden würde oder etwas Böses tut, dass du dann auch wirklich mitfieberst und denkst, oh nein, Junge, mach das doch nicht. Weißt du, ich weiß genau, was du meinst und ich hoffe, dass es wirklich auch so sein wird, dass wir direkt am Anfang des Films so einen Schlag einfach kriegen, dass wir sagen, boah, weißt du, weil das hat mir bei Episode 7 auch so ein bisschen gefehlt.
dass, klar, wo ein Charakter gestorben ist, wir wissen ja, wer es ist, war schon so krass, aber es war auch irgendwie zu erwarten, weißt du? Und dann, ich würde mir einfach so ein bisschen so bei Episode 8 wünschen, dass alles so ein bisschen nicht so locker und flockig erzählt wird, sondern dass man wirklich da sitzt und auch selber viel überlegen muss und sowas alles, sehr viel Möglichkeiten hat, sich selber Theorien aufzubauen. Das würde ich mir wünschen. Ne? Das wäre nämlich meine nächste Frage. Gibt es irgendeine Storyline oder irgendwas, was ihr euch vorstellen könntet? Eine Theorie so selber, wo ihr sagt, das würde ich mir wünschen. Vielleicht, dass Luke böse ist. Oder dass Darth Vader auf einmal wieder aufsteht, keine Ahnung. Hast du zum Beispiel was, Yannick? Also wenn du noch einmal das schöne Poster hochhalten könntest. Dann, natürlich, kannst du dir auch gerne geben. Auf mich wirkt es ehrlich gesagt so, dass Rey immer noch im Mittelpunkt des Filmes steht. Ja. Und ich denke jetzt nicht, dass Luke zur dunklen Seite überläuft, sondern das Poster ist so zu verstehen, dass Luke ist quasi der Engel auf Reys Schulter und Kylo Ren ist der Teufel auf ihrer Schulter. Weil er wahrscheinlich versuchen wird, sie dann auch für seinen Zweck zu gewinnen. Das ist ein guter Ansatzpunkt. Stimmt. Boah, Yannick, ey. Jetzt hat er mal einen rausgepfeffert. Ja, nicht umsonst hier. Ja, wie siehst du es, Ben? Hast du vielleicht... Weißt du, dass Luke der Engel ist? Was ja. Hast du gerade gesagt? Genau. Ja, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, weil man sieht ja auch, dass dieses Lichtschwert dann, aber es liegt zu nah, von Blau ins Rote sich umwandelt, dass es dann halt vielleicht diese Parallele einfach gibt zu Kylo Ren, dass Luke dann zwar sie ausbildet und sie halt dann sein Schüler wird, aber dass dann bei ihr vielleicht eher das Gleiche passiert oder ob er das dann bewusst versucht oder ob es einfach nur passiert, weil er vielleicht denkt, dass die Zeit der Jedi so vorbei ist oder sonst irgendwas, ist ja egal, aber dass sie dann auch halt so wird, aber sich selber wahrscheinlich so stark ist am Ende, dass sie sich davor schützen könnte. So. Was ja auch noch spannend jetzt dazu noch zu sagen wäre, ist ja, dass der Regisseur selber gesagt hat, dass er sich nie die Frage gestellt hat, ob das eigentlich Singular oder Plural ist, sondern für ihn eigentlich immer klar war, der letzte Jedi, wo man sich jetzt echt die Frage stellt, okay, hat Disney Deutschland nicht mal irgendwie kurz regeln können, so wie meint ihr das, wenn ihr es schon ins Deutsche übersetzt? Aber also das, was ich jetzt neulich gelesen habe, ich weiß nicht, war das im Panel, ich habe das Panel jetzt nicht komplett zu 100% mit voller Aufmerksamkeit verfolgen können. Aber das ist ja tatsächlich ein total wichtiger Punkt. Sicher, ist es Singular oder Plural? Weil in dem Moment, wenn es tatsächlich Singular ist und Luke damit der letzte Jedi ist, wäre jetzt eben die Frage, wird sie jetzt das Ganze doch wieder irgendwie beleben, was dann aber wieder sehr, sehr ähnlich zu den Filmen vorher war. Da waren die Jedi ja, eigentlich waren die Jedi ja immer irgendwie nicht mehr da und mussten irgendwie wieder, also das ist das, was ich eben meinte. Ich fände es halt ehrlich gesagt dann doch eher öde, wenn sie jetzt am Ende dann doch wieder die Jedi wieder belebt. Das wäre dann irgendwie alles, wie man es schon mal gesehen hat. Deswegen finde ich da spannend, wenn es wirklich Luke ist, der Letzte ist, was passiert mit der Galaxie. Und das ist dann aber wiederum eine Konsequenz, die fände ich toll, wenn vielleicht nach Episode 9 die Jedi existieren nicht mehr, was ja nicht heißt, dass die Macht nicht mehr vorhanden ist, sondern dass du die Geschichte eben anders auserzählen kannst. Und das ist aber ein Punkt, den ich bei Episode 7 dann doch wirklich sehr, sehr gut fand, dass man eben die Konsequenz an den Tag gebracht hat, wirklich auch beliebte Charaktere, wer auch immer das war, einfach mal über den Jordan gehen zu lassen. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei anderen Franchises aktuell, die sehr erfolgreich im Kino laufen, vermisse, diese Konsequenz, dass es die Marvel nicht gibt. Meinst du, ne? Zum Beispiel, ja. Genau. weil du einfach schon weißt, okay, da kommen noch 5, 6 andere genau, Teile, da die sind die alle schon bestätigt. Ja. Da weißt du, da passiert nichts, die kloppen sich auf dem Schulhof und deswegen, das ist noch etwas, bei dem ich mir auch vorstellen kann, vielleicht stirbt auch Luke, wenn er der Letzte ist, aus welchen Gründen auch immer. Aber wir halten fest, er wird nicht sterben, er wird eins mit der Macht. Selbstverständlich, Entschuldigung. Wie findet ihr denn, dass Prinzessin Leia in Star Wars Episode 8 dabei ist? Also findet ihr das gut? Vor allem, was ich mich frage, es war ja nicht geplant, dass sie stirbt. Sie sollte ja auch in Episode 9 mitmachen. Ja? Aber Disney hat jetzt gesagt auf dem Panel, sie wird einen guten Ausstieg haben. Wie wird das umgesetzt? Also haben die gesagt, okay, vielleicht stirbt die innerhalb des Jahres, machen wir eine Sonderszene und filmen das safe? Also wie wollen die das erzählen? Das frage ich mich einfach. Jetzt steigt sie in den Raumschiff, fliegt weg und das war's. Also das ist für mich so. Also es liegt eigentlich nahe, dass sie sterben muss, meinst du, ne? Ja. Ja. Aber wie? Ja. Also ich denke, man wird da natürlich eine respektvolle Methode für wählen. Und ich habe dieses Jahr erst Rogue One gesehen, leider erst nach dem Tod von Carrie Fisher. Es war dann ein sehr merkwürdiges Gefühl, als dann, Achtung Spoiler, dass man sie dann am Ende zu sehen bekommt. Auch natürlich komplett mit CGI, mit verhängtem Gesicht. Mhm. Und nee, das Gesicht ist ja gar nicht verhüllt. Nein, das ist eine Schauspielerin. Ach so, hat ihr Gesicht sorry, bekommen, per CGI-Technik. Mhm. Und natürlich, heutzutage hast du so viele Möglichkeiten, um noch eine zusätzliche Szene zu machen, entweder mit Archivmaterial oder mit massiver Nachbearbeitung. Mhm. Aber ich denke mal, dass natürlich, dass man ihr einen gewissen Tribut zollen wird, indem man jetzt nicht sie wie
wie ein Zombie da rumlaufen lässt, sondern dass man ihr eine Möglichkeit gibt, dass sie abtreten kann in Würde. Wann waren eigentlich die Dreharbeiten exakt zu Ende? Weil die Frage ist ja auch, gibt es jetzt halt noch die Reshoots, die dafür sorgen, dass es anders erzählt wird? Ich meine, wenn sie sagen, sie schaffen es, dass sie da irgendwie rauskommen. Ich hätte mir sonst auch vorstellen können, dass man das Episode 9 entsprechend noch umgeschrieben wird, dass du am Anfang die Möglichkeit hast, dass sie das Franchise verlässt, weil... Wann ist der Dreh abgeschlossen? Also laut des Panels sind die jetzt gerade in der Post-Production mit dem Film. Aber es wurde schon von Disney bestätigt, dass sie nicht in Episode 9 dabei sein wird. Das ist schon safe. Also man wird Episode 8, das Kapitel... Dann wird man das noch irgendwie so deichseln. Okay. Aber auch hier muss ich sagen, klar, wir wissen das und so, aber ich hoffe, Disney legt das nicht so aus, dass das Hauptmerk mal auf sie gelegt wird, dass sie stirbt, weil es ist ja logisch, oder dass sie aus dem Franchise aussteigt. Ich hoffe, dass das nicht dann dieser Schockmoment ist, weil das wäre... Der liegt ja zu nah, meinst du? Ja, das wäre wieder das Erwartbare. Ja. Ja. Aber trotzdem stelle ich mir auch die Frage, so, wenn du so einen Film machst, so einen riesen Epos, und dann stirbt dir so ein Hauptcharakter weg, ich würde gar nicht wissen, oh Gott, was mache ich jetzt? Also, das finde ich halt mega krass. Kann aber gut sein, weil so, wo Han Solo im Fokus war in Episode 7, wird sie ja sowieso im Fokus rücken, weil sie ja, wird ja dann so als Generälin da die Anführerin sein. Und man weiß ja auch schon, dass jetzt die Erste Order weiß, wo die Allianz quasi da haust und die Rebellen und wo dann halt die Basis ist und alles. Und da wird sie ja sowieso einen sehr, sehr großen Teil in Episode 8 dann spielen, höchstwahrscheinlich. Und vielleicht wird es dann halt ähnlich. Aber, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie so wie so eine Opfer... Sehen, dass sie sich fürs Gute opfert, dass du eben, wenn du sie verabschiedest, dass sie nicht einfach irgendwie umgebracht wird, sondern dass eben ihr Geist auch in Episode 9 eben noch dadurch irgendwie weiter strahlt. Also sowas kann ich mir auch vorstellen. Dramaturgisch werden die sich da schon halt den Idealfall rausgesucht haben. Das ist ja so. Es gibt ja auch Snoke, ja, den kennen wir ja alle, das ist ja der übelste Schurke und keiner weiß genau, wer das ist. Und die beste Theorie, die ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob ihr Episode 4 gesehen habt, wo der Sturmtruppler, also der Kollege hier, ja, der stößt sich ja den Helm, der läuft ja durch den Gang, da gibt es eine Szene, wo sich ein Sturmtruppler, da hat einer so eine Theorie gemacht, weil Snoke hat ja hier genau diese Narbe, dass er das wäre. Das ist geil. Also, die Leute kommen auf so viel unglaubliche geile Scheiße. Ich habe jetzt auch einen geilen Witz gelesen. Was ist ein AT-AT-Walker, der durch die Luft läuft? Ein Skywalker. Der durch die Luft fliegt, meinst du? Ne, aber das war nicht so geil. Es gibt ja Theorien, dass es Lord Vader sein könnte. Ja, weil da gab es auch nämlich so zwei Bilder aneinander wegen dieser Narbe. Das fand ich auch krass. Weil wo der Helm abgenommen wird in Episode 6, sieht man diese Narbe hier oben bei Lord Vader und Snoke hat die ja auch. Mhm. Ja, und, aber von Snoke haben wir im Trailer nichts gesehen. Da gibt es gar nichts. Ja? Und du siehst auch Kylo Ren nur ganz, ganz kurz mit dieser Narbe und über den weiß man ja auch nichts. Aber das war ja eigentlich sowohl bei Rogue One als auch bei Episode 7, dass der erste Teaser eigentlich wirklich mehr oder minder mit Musik zugeballerte einzelkleine Szenen sind, dass du von der Geschichte noch nicht wirklich viel erfährst. Und wenn man sich jetzt bei beiden Filmen eigentlich anschaut, das war dann eigentlich der erste richtige Langtrailer, das ist jetzt wirklich mehr ein Teaser, da hast du dann von der Story auf jeden Fall schon weitaus mehr irgendwie mitbekommen, dass du weißt, okay, in welche Richtung das geht. Also ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwie in drei, vier Monaten, wenn da noch der erste Hauptlangtrailer kommt, dass wir einige Fragen da schon beantwortet bekommen. War denn der erste Episode 7 Trailer? Kannst du dich noch daran erinnern? Das war doch, ist das nicht der Trailer, wo am Ende Han Solo sagt, Chewie, wir sind, ist das, nein, ist das erste Trailer schon gewesen? Der erste Trailer war das hier. In der Wüste. Tatooine. Mit Finn. Kennst du das nicht? Wo die auf einmal, wo der hochkommt? Ja, natürlich. Ja, stimmt. Und das ist der Trailer, in der Trailerform ist das länger als im Film selber. Da muss man drauf achten. Also der Trailer, da haben die Szene extra länger gedreht oder was weiß ich. Oder halt im Film nachher gekürzt. Ne? Genau, ja. So, aber was ich sehr, sehr beeindruckend finde, ist, dass sie jetzt bei Disney ein... was steht da, Patrick? Der Patrick steht da gerade im Zelt. Was steht da? Nee, ist da vor. Ich kann es nicht... Weitermaßen mit Battlefront 2 und Quiz. Okay. So. Ja, man kann es tatsächlich nicht lesen. Nee, man kann... Ich weiß. Ich wollte nämlich jetzt gerade eine elegante Überleitung machen, Patrick. Wir warten mal, bis der Patrick wieder drüben ist. Das schneiden wir einfach. So. Nee, was ich zum Beispiel auch krass finde, dass ich gelesen habe, dass in den nächsten 25 Jahren Star Wars Filme kommen soll. Ist das gut oder schlecht? Ich habe sogar mal gelesen, dass Disney gesagt hat, wir können uns vorstellen, das über Jahrzehnte zu machen. Für immer.
Weil, genau, für immer. Weil die Geschichte ist nie auserzählt. Ist das halt, das finde ich es halt. Es ist ein riesiges Universum. Du kannst da 1 Million Storys reinschreiben. So ist es nicht, ne? Ja, aber ist das gut, so aber die Kuh zu melken? Die Frage ist ja, die man sich stellen muss: Ist es gut, wenn es kein Star Wars mehr geben würde? Nö, warum? Ja. Es wäre natürlich schade so. Und ist es jetzt dann schlecht, wenn es immer Star Wars-Filme gibt? Nee, es ist Star Wars. Also wieso soll das, je nachdem, nach Film, wir hätten zum Beispiel auch gar nicht so erwartet, dass Rogue One doch so mega gut wird. Viele sagen, Rogue One ist sogar teilweise besser als Episode 7 für die Menschen selber so. Und es können ja alles gute Einzelfilme sein oder mehrere Teile, ne? Ja. Anthology-Reihe an sich so. Aber ich finde, ja, warum nicht? Also man kann es kurz sagen, der nächste Star Wars-Film ist natürlich Star Wars Episode 8 und danach kommt das Spin-Off mit Han Solo. Dann kommt Star Wars Episode 9, dann soll wieder ein Spin-Off kommen, weiß man schon? Nee, man weiß noch nicht. Man munkelt ja viele Theorien. Viele wünschen sich ja einen Boba Fett Film. Boba Fett und so, aber da ist natürlich noch nichts bestätigt. Muss ja noch ein paar Actionfiguren von ihm verkaufen. Ja, aber von Boba Fett weiß man ja aber viel schon eigentlich, finde ich. Ich fand auch in Episode 2, genau, da hat man den schon eigentlich ausreichend mitgenommen. So, ne? Ich würde mir einen Film über Obi-Wan wünschen. Da ist jetzt die Frage, also allgemein zu dem Thema, wenn die Filme, also erstmal, wenn es gute Filme werden, dann so würde sich niemand auf diesem Planeten darüber beschweren, dass es gute Filme sind. Umgekehrt, wenn sie schlecht sind, dann ist es halt nicht cool. Auf der anderen Seite, ich sehe es ein bisschen kritisch, weil das wirklich Besondere natürlich verloren geht, wenn aus Star Wars eigentlich nur so ein Label wird. Und gleichzeitig noch will ich jede einzelne Geschichte auserzählt bekommen. Weil gerade jetzt ist es doch eigentlich spannend, dass man sich Gedanken darüber machen kann, so wie etwas entstanden ist. Und wenn du nachher alles vorgefertigt hast, ist natürlich auch irgendwie so die Magie und das geht dadurch ein bisschen verloren. Deswegen, ich glaube, die werden gut damit beraten, wenn sie es wohl dosiert machen. Niemand beschwert sich, wenn alle 3 Jahre, wie wir da sagen, so geil, es gibt nur einen Star Wars-Film. Aber alle 3 Jahre ist so viel. Alle 2 Jahre lieber Disney. Ja. So. Also ich fände es, glaube ich, besser, wenn es wohl dosiert ist. Wenn wir in 40 Jahren, wir alten Männer, noch mal ins Kino gehen und freuen, dass mal wieder ein Star Wars-Film kommt, glaube ich, ist nicht so die beschissenste Vorstellung. Ja, wie fühlen sich die Leute von früher, die in der Erstaufführung 1977 waren, von Star Wars Episode 4, und jetzt kommen auch immer neue Filme? Das ist doch auch voll geil. Jetzt ist es aber auch schon krass, dass jetzt so im Jahrestakt einfach ein neuer Film kommt. Ne? Vor allen Dingen Episode 8 sollte ursprünglich im Mai kommen. Wurde der nach hinten gelegt und Han Solo ein Jahr später und der kommt ja jetzt quasi nur 5 Monate nach Episode 8 ins Kino. Glaube ich nicht. Aber ich glaube auch, dass der Han Solo-Film im Dezember kommen wird. Ja, die werden jetzt alle im Dezember immer kommen. Das wird dann immer wieder verschoben. Naja, da kommt ja auch noch ein Avatar dazwischen. Ich glaube nicht... Ach, bis Avatar 2 rauskommt. Ja, das wurde nochmal verlegt, aber ich glaube nicht, dass Avatar gegen Star Wars startet. Das wäre schon ziemlich absurd. Meinst du? Ja. Okay. So. Vielleicht kommt der einen Monat früher. Dann Bevor wir jetzt das Thema Star Wars Episode 8 abschließen, würde ich einfach sagen, wollen wir uns mal den Trailer angucken, Leute. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, gibt es auch schon viele Menschen. Deswegen, ich will nochmal den Trailer sehen. Komm, mach mal den Trailer an, Patrick. Aber in groß. Mit Sound. Wird das jetzt unser Trailer-Reaction-Spot? Okay, ja. Wow!
No! It's insane! Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Do you want to see it again? No! Das wirklich meine Meinung, wo ich den Trailer gesehen habe, ich saß echt mit offenem Mund da. Aber weil ich fand das schon geil. Ja, aber was ich auch noch ganz kurz zum Thema sagen muss, der Yannick hat gerade gesagt, irgendeiner hat sich die Mühe gemacht, auf hin seinem, was auch immer Anzug das ist, steht irgendwas und man konnte es dann übersetzen, richtig? Ja, das war eine Dame aus den USA, die ist auch aus der Celebration gewesen. Und sie spricht, ich weiß gar nicht, was für eine Sprache das war, sie kann das fließend lesen und sprechen, so wie ich das verstanden habe. Und anscheinend war es auch nur ein Fehlertext, den man da eingetragen hat, ASDF und so weiter. Aber die Tastatur verrückt. Ich glaube, ja. Geil. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich die Macher nicht bei jedem klitzekleinsten Detail so 1500% so krass die Gedanken machen, was jetzt auf diesem Helm steht. Ja, schreib du was drauf. Also, mach mal ein paar Aufkleber drauf. Ja. Aber wir haben ja nicht nur Star Wars Episode 8 gesehen, sondern auch Star Wars Battlefront 2, Leute. Ja, und das war, also ganz ehrlich, liebes EA-Team, ja, ich saß dann da voller Erwartungen und ihr habt sie erfüllt. Was mich nur ein bisschen enttäuscht hat, war, dass vorher der Trailer geleakt wurde. Ich würde jetzt mal mutmaßen, ich weiß nicht, ob er geleakt wurde, oder ob das nur dann ein Ausversehen war. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was mich ein bisschen enttäuscht hat, war eben dieser Leak. Weil man hätte sich natürlich nicht angucken können, aber ganz Twitter war damit voll. Und dann war das so, du siehst das und denkst dir, Der Witz an der Sache ist ja auch, dass der Leak, das war natürlich nicht der volle Trailer, sondern nur komischerweise so ein 30-sekündiger kleiner Trailer, ja. Weißt du? Und dann kommt natürlich der volle Trailer. Das ist natürlich immer so eine Sache im Videospielbereich heutzutage, die ganzen Publisher, ob man das jetzt noch ernst nehmen kann oder nicht, ist eine Frage. Auch das Wort Leak an sich verliert immer mehr an Bedeutung, ne? Hat kaum noch Gewichtung. Ist auch immer geil. Du kennst das ja bei den Videospielen nicht so, weil du bist ja der Filmmann. Ist auch immer geil, wenn jetzt ein Spiel rauskommt, ja? Zum Beispiel Battlefront 2, dann wird irgendwo auf einmal ein LKW geklaut, wo ganz viele Battlefront-Kopien drin sind. Und das ist dann das Top-Thema, weißt du? Es sind immer solche Geschichten manchmal, da sitze ich da, so, weißt du? Weil du weißt manchmal, dass es so an den Haaren herbeigezogen. Muss nicht vom Publisher unbedingt kommen, aber ist trotzdem komisch. Aber, ja, das Spiel soll am 17. November rauskommen, liebe Freunde. Das ist ja schon bald, leider dauert es noch ein bisschen. Und hinter diesem Spiel stehen nicht nur DICE, sondern auch mehrere Entwicklerstudios. Ich glaube, drei sind dran beteiligt. Unter anderem, Motive, genau. Vertrion oder so? Ja, genau. Die haben unter anderem Need for Speed, glaube ich, mal gemacht. Also, das ist schon... Und Lucasfilm auch natürlich. Lucasfilm natürlich auch. Die haben da auch die offizielle Hand dann komplett auch drüber über die Story. Ja, und jetzt haltet euch fest, es ist so, wir kriegen eine Singleplayer-Kampagne, also eine Story, eine vollwertige Story. Und diese Story, ja, das finde ich gerade so geil, spielt nach Star Wars Episode 6, wenn der Todesstern in die Luft fliegt, der zweite Todesstern, wahrscheinlich wird es noch 5 andere weitergeben. Und dann ist es so, dass man sich ja nie die Frage gestellt hat, wie ist es eigentlich fürs Imperium jetzt gewesen? Und du siehst dann einfach die Verzweiflung im Gesicht von Aiden, das ist ja die Protagonistin, die dann eben das Inferno Squadron anführt und sagt dann, wir werden Rache für unseren toten Imperator bringen. Und dann geht auf einmal diese Storyline von Episode 6 rüber zu Episode 7. Man erlebt eigentlich diesen Aufstieg der Ersten Ordnung. Und was auch sehr gut ist, ist ein offizielles bestätigtes Teil. Also die Story ist wirklich offiziell bestätigt von Disney. Ne? Weil wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, The Force Unleashed und die ganzen anderen Games sind ja alle von Disney aberkannt worden. Praktisch, ja, ne? Zusammen mit allen Büchern, Comics und so weiter, die bis zum Aufkauf veröffentlicht wurden, mit Ausnahme von The Clone Wars. Genau, das heißt also alles, was ihr bis jetzt über Star Wars wisst, verliert eigentlich an Wert, oder? Ja, Chewbacca lebt wieder. Ja. Ja, super. Also es gab ein Buch, wo Chewbacca mal getötet wurde. Aber jetzt hat Disney gesagt, ist egal. Timeline ist nicht existent. Ja. Und, bis zum Aufkauf quasi. Alles davor ist einfach jetzt nicht da am Start und alles, was danach kommt jetzt, ist wohl offizieller Kanon. Ne? Bis der Sith Lord Mickey Mouse kam. Ja. Doch, wenn wir das hier sehen, also alter Schwede, man kann ja sagen, was man will über EA, ne? Aber die Inszenierung von deren Games ist einfach übelster Shit. So, und das hier ist jetzt der Sturmtruppler oder Sturmtrupplerin, ja? Und guckt euch mal an, wie geil diese Rüstung aussieht, ne? Wenn ich könnte, ich würde mir das anziehen und den ganzen Tag da drin bleiben. Weil ich finde halt, sieht mega düster aus einfach so. Und du erlebst wirklich die komplette Seite des Imperiums. In der Singleplayer-Kampagne kannst du auch Kylo Ren spielen und Luke Skywalker. Und es wird so sein, dass ja, man führt dann dieses Squadron an. Also man kann sie allerdings nicht kommandieren. Man kann jetzt nicht sagen, geh dahin, sondern die sind immer dabei. Und man erlebt halt die Geschichte. Space Battles wird es geben. Ja? Also ich habe zu EA gesagt, eigentlich ist das alles, was du da siehst, hätte eigentlich Star Wars Battlefront 1 sein müssen. Weil jetzt hat EA das Problem, dass Leute, die Star Wars Battlefront 1 gespielt haben und enttäuscht sind vom Spiel, nicht wissen, ob sie Teil 2 kaufen sollen, weil die sagen,
Vielleicht ist das ja auch wieder so, leere Versprechungen. Aber der Multiplayer-Modus soll zum Beispiel ganz viele Klassenmodifizierungen haben. Ihr könnt selbst euren Helden modifizieren und anpassen und sowas alles. Ich glaube, man ist auf dem richtigen Weg. Ja, Ben. Siehst du doch auch so, oder? Ja, ich bin froh, dass es jetzt wieder diese konventionellen Klassen gibt, auf jeden Fall. Das hat mir echt so ein bisschen gefehlt im Battlefront, diese taktische Tiefe halt. Man hat ja sowieso immer diese ganze Tiefe, Spieltiefe kritisiert. Und das hat auch sehr, sehr viel ausgemacht, fand ich immer. Ich meine, es war cool, dass man Waffen individuell alles anpassen konnte, aber na, ich weiß nicht, hat immer noch so einen gewissen Reiz dann, ne? Ja. So wie bei Battlefield halt. Janik, du hast ja auch schon sehr viele Star Wars-Spiele gespielt, die eine Story haben, ne? Ja. Was war das letzte Star Wars-Spiel für dich, was eine geile Story hatte und eine gute Grafik? Das war tatsächlich Rogue Squadron 2 damals auf dem GameCube, weil oh Gott. Was mich am meisten angesprochen hat an den Star Wars-Spielen waren die Raumschlachten. Und mir hat es gefallen, dass sie sich ja arcadisch gespielt haben und auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen, aber. Die ersten beiden Battlefront-Spiele damals von Pandemic sind, glaube ich, nicht ganz so gut, wie die Leute sie in Erinnerung haben. Sie haben das Gefühl rübergebracht, dass man wirklich Teil einer Schlacht ist bei Star Wars, was kein anderes Spiel vorher so gut gemacht hat. Aber die Fahrzeuge haben sich nie wirklich gut angefühlt und jetzt der Trailer zum neuen Battlefront hat gezeigt, dass die Raumschlachten wieder wichtig sind. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass man da auch, dass man es besser machen wird als bisher. Ja, also in Battlefront 1 gab es ja dann durch den DLC, gab es ja Raumschlachten dann. Also in Battlefront 1 jetzt in dem neuen Spiel von EA. Aber es hat auch sehr stark darunter gelitten, dass es vor dem Film noch rauskommen musste, vor Episode 7. Und ja, aber ist ja jetzt wieder der Fall. Ja. Ne? Und was ich sehr lustig fand, wer den Panel, das Panel oder dem, der Panel, dem Panel, dem Panel gesehen hat. Die fahren. Das Panel. So, da war das dann so, da gab es eine Szene, wo der Entwickler vorne sitzt und sagt, Season Pass, bla bla, ist egal. Aber dann Pre-Order-Boni, ja, bekommst du halt so Rüstung von Rey und Kylo aus Episode 8. Und dann alle, buh, und der Typ so, das ist cool. So, weißt du, also der wusste nicht, was er machen soll, weil dem das voll unangenehm war. Die Leute haben halt wirklich geboot, ne? Und ich weiß nicht, ob EA sich mit sowas immer einen Gefallen tut, mit diesem Pre-Order-Gedöns und so. Hast du den Trailer von Battlefront 2 schon gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Okay, dann kann ich also ich habe nur den Leak auf Twitter gesehen. Ja, okay. Aber, cool. Und zeigen wir dir jetzt den Trailer gelesen. Und dann stelle ich dir eine Frage als ja. Filmfan, okay? Ja, warte. Trailer ab. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über die Solo-Kampagne. I've waited 30 years for this. I still remember my last orders. The day the real war began. The rebellion cannot be allowed to persist. We weren't expecting special forces. That's the point, Sergeant. Impossible. Commander, what do we do now? We avenge our Emperor. Resistance. Rebellion. You will burn these ideas away. Faszinierend, nicht wahr? Boah! Wenn ich keine Random mal sehe und dieses Zittern des Laserschwert. Aber solange der die Maske auf. Sprühfunken, ne? Ohne Maske. Als jemand, der sich sehr auf Filme fokussiert, was ist dein erster Eindruck von dem Trailer? So, du siehst den und was denkst du dir so? Nee, es könnte auch ein Trailer zum Film sein. Ja. Also, du hast jetzt nicht das Gefühl, das ist jetzt direkt irgendwie computerspielmäßig. Hättest du den Bock, es jetzt direkt zu zocken? So ja, sagen. Definitiv. Boah. Also, das ist ja das Witzige. Ich hab, also, Battlefront ist eins der wenigen Spiele, die ich in den letzten Jahren selber mal Zeit hatte. Und Planet Coaster. Hey, Planet Coaster ja, ist geil, ja, super. Da hätte ich auch gerne so ein Battlefront in Star Wars Level. Aber egal. Und es hat schon irgendwie so ein bisschen Bock gemacht, aber es fehlt einfach. Also, ich bin jetzt niemand, der online viel zockt.
es fehlt eben einfach dieses, du willst irgendwie weiter dranbleiben, weil du spielst halt so ein bisschen Überlebensmodus oder zockst so ein bisschen gegen deine Freunde, dann aber halt tatsächlich vom selben Screen. Mhm. Aber das hat jetzt halt nichts, wo ich nachher mich drauf gefreut habe, wenn ich nach Hause komme, so, boah, du musst da jetzt weiterspielen, du willst wissen, wie es weitergeht. Und dementsprechend finde ich das mega, dass es da jetzt eine Geschichte gibt, vor allen Dingen eben aus dieser anderen Perspektive. Ich finde das total spannend und das ist fast etwas, was ich mir sogar auch für einen Film mal gewünscht hätte. Ja. Das ist das, was ich eben meinte mit mal dieses, nicht mehr nur schwarz und weiß, sondern mal diese andere Perspektive sehen, mal mitzuerleben, wie ist das für jemanden, der auch aus voller Überzeugung auf der anderen Seite steht und er trotzdem seine Kollegen, seine Familie genauso verliert. Deswegen finde ich das geil. Ich würde es geil finden, wenn die mal einen Star Wars Spin-off machen würden, wo du wirklich die Geschichte eines Sturmtrupplers miterlebst. Weißt du? Aber es ist ja quasi das eigentlich. Es ist ja jetzt kein Spin-off oder so, aber sagen wir mal, diese Singleplayer-Kampagne ist ja, wenn wir Glück haben, eine vollwertige Geschichte halt. Auch, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen filmmäßig oder so, weil Spiele und Filme sind ja nicht direkt miteinander zu vergleichen. Aber da es ja auch zum offiziellen Kanon gehört, ist es ja eigentlich genau das, was wir immer mal wollten. So, ne? Und man darf echt gespannt sein. Vor allem, es ist ja auch immer spannend, in einen Antagonisten, in einen normalen Antagonisten, sich so sehr reinzuversetzen, dass man am Ende wirklich sagt, ich will eigentlich gar nicht, dass der stirbt oder ich will eigentlich gar nicht, dass das jetzt passiert, was gerade passiert und so, weil man so sehr mit dem mitfühlt. Und bei Aiden wird es ja wahrscheinlich am Ende genauso sein. Sie haben ja auch mit dem Buch, dieses Infernal Squad, haben die ja komplett einmal dieses Buch noch geschrieben, die New York Bestseller-Autorin, mir fehlt gerade leider der Name, aber da hängt dann ja auch noch eine ganze Hintergrundstory dahinter und auch der Planet, den wir gerade noch im Trailer gesehen haben, der wurde ja auch jetzt neu quasi erfunden. Und das Geile ist da, es ist nicht so ein Planet, wie wir ihn kennen. Normalerweise ist immer alles so ein Besatzungsort. Ne? Alle Planeten wurden okkupiert vom Imperium. Da ist überall eine Besatzung quasi. Und du hast auch immer dieses Feeling, wie in Jeddah zum Beispiel, in Rogue One. Ne? Und hier bei diesem Planeten, wie heißt der Name gerade, Dennis? Das ist wirklich dann so ein Planet, so ein vom Imperium wirklich. Ne? Und da lebt man dann fürs Imperium. Man ist mit Herz und Blut dann dabei. Man hat es ja gerade schon in Aidens Augen gesehen. Vardos. Und man hat es in ihren Augen gerade gesehen. Es ist einfach ihre Passion, ihre Welt, so dieses Imperium. Ne? Und das finde ich krass. Also wenn die das gut machen, auch vom Storytelling her, ne, dann wird das was ganz Großes vielleicht. Ich finde es halt immer spannend, wenn du die Gegenseite wenigstens ihre Handeln nachvollziehen kannst. Weil so denkst du, ja, warum sind sie denn Wahnsinn? Die wollen alles zerstören, das kann doch nicht sein. Das ist halt immer ein bisschen mau, immer ein bisschen dünn. Und genau das wäre dann eben mal... Ja, genau. Seite. Das weiß, also, sieht echt mega aus. Ich weiß, was du meinst. Du meinst halt, dass bei Star Wars ist immer das Problem, man sieht nur das Böse und man weiß aber gar nicht, warum die eigentlich böse sind. Ne? Zum Beispiel. So, diese Tiefe, klar, vielleicht in Büchern oder so, Janik, ich weiß es nicht. Bei Darth Vader war es ja auch cool, dass man, also viele sagen zwar 1 bis 3 scheiße und so, aber ich persönlich fand trotzdem schön, dass man diesen absoluten Antagonisten, man denkt immer das Böse in Person quasi, auch wenn das am Ende von Teil 6 sich ja irgendwie noch gewandelt hat oder so, aber dass sie dem Ganzen einfach mal das Motiv aufgedrückt haben und gezeigt haben, wie ist diese Person so geworden, wie sie eigentlich ist und dass sie am Anfang ja sogar noch ein kleiner, unschuldiger Junge war. Man kann sagen über 1 bis 3, was man will, aber diese Reise vom kleinen Jungen zum Darth Vader war schon sehr spannend, für mich so als Figurenfreund, weißt du so. Nee, aber das sind eben immer die Punkte, dass du einfach Leute besser, Charaktere besser verstehen kannst. Du musst dich dann ja nicht, musst nicht dieselben Entscheidungen im Kopf nachher treffen, dass du sagst, so, ich hätte es jetzt genauso gemacht, aber dass du wenigstens nicht nur mit dem Finger zeigst, böse, die anderen sind die Guten, sondern dass du irgendwie verstehst, warum andere auf der anderen Seite mit der gleichen Leidenschaft stehen. Weil wenn sie das nicht täten, dann wäre die Geschichte nicht spannend, gut gegen böse. Was ich immer Leute gerne frage, die sich auf Filme spezialisieren, wenn du das Spiel jetzt siehst und du spielst das, würdest du sagen, dass das eine gute Ergänzung zum Film? Also das könnte man auch wirklich so richtig als offizielles Ding auffassen oder sind für dich nur die Filme wichtig im Star Wars Universum? Also ich muss dazu sagen, ich finde Star Wars total toll und habe auch bei der Star Wars Celebration in London sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich bin da aber jetzt nicht so tief drin und bin da jetzt aber auch nicht jemand, der sagt, das muss jetzt so sein, also dass ich irgendwie sowas verteidigen würde. Ich finde das spannend. Wir hatten neulich bei dem Thema Computerspiele und Filme und genau da geht es eigentlich von der genau anderen Seite drauf. Das ist doch toll, finde, wenn es ein Medium gibt, was eine Geschichte aus einer ganz anderen Perspektive weitererzählen kann. Das muss nicht nur ein Film sein. Ich hätte mich auch gefreut, wenn sowas als Film gekommen wäre. Vielleicht kommt das auch noch in einem anderen Spin-off, wer weiß. Aber nee, ich finde das prinzipiell total super, dass man einfach
die Medien, die man mittlerweile hat, nutzt, um insgesamt eine Geschichte zu erzählen. Dir geht ja nichts verloren, wenn du es nicht spielst. Ja, kann mir auch gut vorstellen. Ja, also zu dem, was gerade diskutiert wurde, Star Wars hat auch immer ein bisschen davon gelebt, dass es diese märchenartige Erzählweise hat, die klare Kennzeichen zwischen Gut und Böse. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann in Battlefront 2 so sein wird, dass die Protagonistin im Laufe des Spiels merkt, dass sie eigentlich auf der falschen Seite kämpft und sich dann der Rebellion anschließt. Aber wer das nicht lang, das haben wir doch schon 7 Milliarden Mal das gesehen. Das ist ein Leitmotiv von Star Wars. Eben das glaube ich nämlich nicht, weil die Autorin hat schon klar durchblicken lassen, also es kann natürlich trotzdem kommen, wie du sagst, aber sie hat ja klar durchblicken lassen, wieso sie wirklich mit Herz und Blut überzeugt ist, von Grund auf. Sie ist das Imperium quasi. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich dann bei ihr auch diesen Wandel geben wird. Es wäre auch ziemlich langweilig, wenn es so wäre. Ne? Weil es ist halt so schon wieder. Ja, und ich meine, gerade auch im Buch, und ich weiß nicht, inwiefern das dann im Spiel sein wird, sie wollen dir dann ja auch wirklich dann erzählen und vermitteln, wieso sie dann das Imperium ist und alles. Und dann ganz am Ende zu sagen, ach nee, sie ist es ja aber doch nicht, ne? Ich bin jetzt doch gut so. Das wäre ja kompletter Crap in meinen Augen. Also das würde ich echt schade finden, wenn es so kommen würde. Und sie sollte einfach dann für ihre Sache, wenn es nicht anders ist, sterben oder so. Ja, was der Dominik gerade gut angesprochen hat, ist die Langzeitmotivation bei Star Wars Battlefront. Bei Teil 1 war es so, du hast es gespielt und dann war es so, ja, war eine coole Runde, aber jetzt? Was mache ich jetzt? Und bei Battlefront 2 haben die Entwickler, also es ist immer so, Entwickler können auch viel am Tag erzählen, ne? Erzählen und erzählen, wir kennen das alle. Jede Gamescom werden die geilsten Sachen der Welt erzählt und dann letztendlich sitzt er dann da, spielst das Spiel und denkst dir, ja, wo sind denn diese Sachen? Die sind einfach nicht vorhanden. So, und das ändert sich alles, wenn Neck 2 kommt. Wo ich Nintendo-Fanboy. So, und ich bereue nichts. Und da ist es dann so, dass ich finde halt den Ansatz gut, also die Story, aber der Multiplayer-Modus auch, dass man sagt, wir wollen das so machen, dass es alles ein bisschen, du spielst es und du sollst auch einen Grund haben, es zu spielen. Die Langzeitmotivation soll da sein. Du sollst deinen Helden, stell dir vor, du kannst Kylo Ren selber modifizieren, machst auf dem Helm, machst deinen Helm einfach mal blau, was ich jetzt, weißt du, was ich meine? Und dann läufst du über das Schlachtfeld und dann kommt ein Kylo Ren entgegen, der einen blauen Helm hat, rein theoretisch jetzt, und das hast du nur, wenn du ein hohes Level hast, dann sagst du, boah, ich will das auch haben, weißt du, was ich meine? Also dieses Gefühl, das fehlt mir bei Battlefront mega. Was mir bei Battlefront auch gestört hat, wie der Ben sagt, dieses Klassensystem, gar nicht vorhanden. Und was ich am schlimmsten fand, das ist gar nicht das Squad-Gameplay vorhanden, weil du konntest gar nicht als Squad spielen. Ja, das war als ein Partner. Furchtbar. Und dann, wo sind die anderen? Müssen halt immer auf der Map gucken, wo die sind. Du spielst ja meistens nicht nur mit einem Freund, sondern wenn, dann vielleicht mit 3 oder 4. Und dann erst dann macht es auch richtig Spaß. Stell dir vor, du hast einen Squad und fliegst dann mit deinen 3 Raumschiffen im All zusammen so und ballerst alle weg. Aber das war im Battlefront 1 war das gar nicht vorhanden. Dazu muss man sagen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn in einem Singleplayer-Modus, wenn ich eine Kampagne habe, wenn ich eine Story habe, die geht 8 oder 10 Stunden. Zum Beispiel bei Alien Isolation hatten wir so ein bisschen das Problem, ich weiß gar nicht, wie lange ging das Spiel, 14, 16 Stunden oder so. Das hätte man aber auf 8 Stunden oder 10 Stunden kürzen können, denn da war die Erfahrung für mich schon durch. Alles danach hat sich nur noch gezogen und es war schade, dass sich gezogen hat und die 8 Stunden, wenn ich das bekommen hätte und gespielt hätte, hätte ich dann überhaupt gar nichts zu kritisieren gehabt im Nachhinein. So muss ich da leider was kritisieren. War echt ein fantastisches Spiel, kann ich jedem nur ans Herz legen. War eine gute Story, alles verbaut, alle Horrorelemente und ich hoffe einfach zum Beispiel, dass es dann hier genauso wird, dass man dann vielleicht nicht irgendwie die Story ausschlachtet, sondern halt kurz, prägnant auf den Punkt bringt, denn das ist auch überhaupt gar kein Problem. Wenn du nämlich eine Story hast, die jetzt zum Beispiel 8 oder 10 Stunden geht, ist das voll in Ordnung, wenn es gut erzählt ist, wenn alles rübergebracht wurde und hast nicht gesehen, brauchst da nicht ziehen. Und im Vergleich zum Multiplayer muss man aber sagen, wenn ich im Multiplayer 5, 6 oder 10 Stunden spiele und ich habe danach keine Lust mehr, macht der Multiplayer irgendwas falsch. Und dann ist es einfach so wie bei Battlefront 1 zum Beispiel, dass war zwar eine geile Atmosphäre, war ein geiler Sound und wir haben vielleicht 1, 2 Tage Spaß gehabt mit den Kumpels, aber es reicht einfach nicht aus, um dann diese Langzeitmotivation oder diese Tiefe dann halt zu gewährleisten. Ne? Und das ist ein absolutes Casual-Gameplay und das will man im Multiplayer zumeist nicht haben. Nee, weißt du, was geil wäre? Schon mal für ein kompetitives Star Wars Game. Stell dir mal vor, du hast ein Rainbow Six, ändere mal die komplette Map, nur die Spielmechanik behältst du und das mit Sturmtrupplern, weißt du, läufst da durch und musst genau überlegen, was mache ich und so. Boah, aber genau dieses Kompetitive brauchen wir in Battlefront. Das haben wir ja nicht gehabt. Aber wir haben ja nicht nur Battlefront von EA, es kommt ja noch ein Game von Visceral Games, ne? Da bin ich mir 100% sicher, es wird ein Rogue One Game. Also, wer Rogue One gesehen hat, mit dem, oh Gott, wie heißt der, die macht es mit mir und die macht es mit euch, oder wie heißt Donnie Yen meinst du, oder? Ja, wie heißt der in dem Film? G-Root. Genau. Und wenn die über den ein Spiel machen würden, ne? Da siehst du aber nichts. Aber... Oh, ja, nee. Aber es ist dann aus der dritten Personenperspektive. Aber du siehst in diesem Trailer von denen auch schon, ich glaube, es ist Jedha und so weiter, und du denkst ja dann so, boah, wie geil, weil du weißt gar nichts über diesen Charakter, weißt du? Der kommt auf einmal, taucht in dem Film auf,
Und dann ist er auch irgendwann wieder weg und vorbei. Du weißt nur, er ist blind und ist eine gute Theorie, dass das Jedha sein kann. Es gibt auch viele Theorien, die sagen, dass es Tatooine ist, weil halt ein paar Modelle da rumliegen, genauso wie auf Tatooine, wie man in Episode 4 sieht. Weiß ich nicht. Aber ich würde mir auch das mit diesem Jroot gut vorstellen können. Man hat auch in Rogue One zum Beispiel gemerkt, boah, ich würde noch ganz gern ein bisschen mehr was von dem Charakter sehen. Ne? Man könnte sich was vorstellen. Ja. Aber dass es gut wird, können wir allein daran ja schon festmachen, dass Amy Henning mit an Bord ist, die ja auch essentiell für die Story in Uncharted verantwortlich war. Und die Story in Uncharted war schon sehr, sehr stark, ne? Muss man ja mal sagen. Ja, was du angesprochen hast, dass das Battlefront etwas langlebiger werden soll. Das Problem ist, dass momentan die Industrie nicht Wert darauf legt, dass ein Spiel langlebig ist, weil wir haben jetzt vor 2 Jahren das letzte Battlefront bekommen und ich gehe fest davon aus, dass dann 2019 vor dem Release von Episode 9, dass dann auch wieder Battlefront 3 kommen wird. Ja, und dann kommt das größte Feature, das haben wir in Teil 1 und 2 nicht gemacht und 3 und alle wünschen in Teil 2 dieses Feature und dann kommt das in Teil 3. Ja, wie die Story in Teil 1 gewünscht wurde und nicht vorhanden war. Auch die Raumschlacht und jetzt auf einmal kommt alles. Also wenn jetzt die Ewok-Jagd in Teil 3 kommt, dann werde ich es mir auf jeden Fall kaufen. Ja, Mann, geil. In Teil 3, Dennis, kann man nämlich wahrscheinlich dann starten, wie sich es alle wünschen und dann in den Raum fliegen. Genau, weißt? Denn wir haben auch hier eine kleine schlechte Nachricht. Ben und ich, wir durften noch ein Panel danach besuchen mit den Entwicklern und durften Fragen stellen. Und dort war die Frage von jemandem gestellt worden, ist es möglich, ein Raumschiff also irgendwo zu landen und einzusteigen? Nope, es ist nicht so. Das Raumschiff ist immer in der Luft. Finde ich sehr schade. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt technisch möglich ist, dass du gleichzeitig eine Schlacht am Boden hast und dass du dann... Geht auch bei Battlefield. Bei Battlefield? Bei Battlefield kannst du mit deinem Flugzeug landen, es steigt einer ein und du kannst abheben. Ja, aber du kannst das jetzt nicht mit einer Raumschlacht vergleichen. Ja, aber nein. Du kannst ja bei der Planetenoberfläche, du wirst ja, ich beziehe mich nur auf die Planetenoberfläche. Nehmen wir zum Beispiel Hoth, die Schlacht davon. Ja? Schaffer, du kannst mit dem X-Wing landen, holst dir einen neuen Mate rein, der abgeschossen wurde und fliegst dann weiter. Aber das geht einfach gar nicht, weil wenn du aus dem Raumschiff rausgeschossen wird, ist vorbei. Aber warum nimmt DICE diese Technik nicht aus Battlefield 1 und baut sie auch da ein? Sie haben es doch schon. Technisch wäre das schon möglich. Ich habe das jetzt falsch verstanden. Du meinst halt, dass man vom Planeten von der Oberfläche... Ja, genau, dass du dann oben gegen die Sternzerstörer kämpfst. Das ist aber tatsächlich auch schon möglich gewesen. Es gibt ja einen Prototypen von Star Wars Battlefront 3. Aber wenn du das geleakte Footage dir auch ansiehst, dann siehst du, dass es gibt einen leichten Cut, wenn du die Oberfläche, also die Atmosphäre verlässt. Aber ich glaube nicht, dass man das jemals wirklich, Was wäre geil, dass es gut funktioniert hat. Irgendwann, ich hoffe, dass das irgendwann mal bei Battlefront 3 kommt. Stell dir mal vor, du bist auf Tatooine und dann sind 100 Mann auf dem Server und dann fliegst du in den Welt, alles da, ein Sternzerstörer und du fliegst da rein und bringst die alle oben und so, weißt du. Ich sollte Game Designer werden. Kommt alles. Irgendwann kommt alles. Aber Leute, abschließend muss ich ganz kurz sagen, ist es so, dass ihr euch noch mehr Star Wars Shit wünscht? Ja, ist irgendwann die Geschichte für euch auserzählt? Also solange es gut ist, werde ich mir die Filme ansehen und wenn es irgendwann den Punkt erreicht hat, dass es nicht mehr ertragen kann, dann werde ich wahrscheinlich Schluss machen, aber es wird bestimmt... Du wirst dich von Star Wars trennen. Ich werde mich von Star Wars trennen, ich mache dann Schluss. Und, also ich independent. Ich kann mir gut vorstellen, dass es länger Star Wars als uns geben wird und es ist vielleicht auch nichts Schlechtes daran, dass dann eine neue Generation Star Wars komplett neu erleben kann, weil die alten Filme bleiben immer noch erhalten. Auch wenn es dann die Super Extended Digital Remastered Edition sein wird. Aber ich wollte gerade sagen, Janik, du hast ja dieses Factsheet heute vorbereitet, richtig? Das ist richtig. Du hast so viele Details hier drauf geschrieben, die haben wir jetzt alle gar nicht eingebaut. Ne? Und schade. Wollen wir das so machen, dass wir auf planation.de einen schönen Artikel haben oder diese ganzen, einfach so eine Seite, wo man alle wichtigen Informationen aufgelistet bekommt und die Leute können sich das angucken, weil das steckt so viel Arbeit drin und wir haben es nicht eingebunden. Ja, würde ich auch sagen, wenn ihr jetzt... Wir können das jetzt auch so machen, wir können die Kamera einfach auf dich richten und du liest alles vor. Das wäre super, aber dann sind wir bis morgen hier. Na, aber das können wir dann machen, Leute. Also ihr findet unter diesem Video einen Link, klickt den an und da findet ihr so viele Hintergrundinformationen. Zum Beispiel, das wissen ja gar nicht, 1977 kam der erste Star Wars Film, ja? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie die Special Effects da gedreht wurden, die sind da mit der Kamera über ein vorhandenes Stück Styropor geflogen und haben den Todesstern, die Explosion, alles aus nächster Nähe gefilmt mit irgendwelchen blöden Effekten. Und heute würde man sagen, George Lucas war ja nicht mal bei der Premiere da, weil er dachte, das geht alles in die Hose. War auf Hawaii mit Steven Spielberg und dann haben sie da halt Indiana Jones erfunden. Also alles schon okay. Ja, das sind alles, der Rohschnitt wurde mehrmals gut gelaufen. Ne? Aber ich bin bei dir. Also ich glaube auch, das wird noch lange irgendwie Bestand haben. Es ist eine schöne Welt, nicht zu viel. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es noch zum Beispiel die nackte Kanone Teil 4 oder 5 geben würde. Da ist das Universum dann... Die ganze Zeit, bevor wir in die Sendung angefangen haben, redet er über die nackte Kanone. Spaß beiseite. Also, das ist jetzt wirklich meine letzte Frage, weil das ist mir letztens eingefallen. Da hatte ich eine Diskussion mit jemandem auf der Star Wars Celebration drüber.
Es ist ja so, wenn du auf der Star Wars Celebration bist oder du siehst Star Wars und so, ist ja, Kinder lieben ja Star Wars. Ne? Kinder lieben den Kylo Ren, den Han Solo, die leben die Sturmtruppe, alles. Die Yannick. Aber findet, was ich krass finde, bei Star Wars werden Arme abgehackt teilweise, ja, mit dem Laserschwert. Es ist ja ein Kriegsfilm sozusagen. Und Kylo Ren oder Darth Vader ist ja böse. Ja? Findet ihr das, also warum haben Kinder da keine Angst vor? Das frage ich mich immer. Liegt das daran, wie Star Wars den Kindern näher gebracht wird oder... Ich weiß es nicht. Das hängt damit zusammen, dass es tatsächlich darum geht, dass für das Gute gekämpft wird. Und dass immer aber Kylo Ren ist doch böse. Ja, aber kann ein fünfjähriges Kind begreifen, dass Kylo Ren, also ich, wenn ich fünf Jahre bin, und also ich hatte das auch auf Star Wars Celebration gesehen, da war ein Mädel, da kam Kylo Ren mit seinem Laserschwert angelaufen, halt in seinen, der hatte auch diesen Gang drauf, und das Kind hat angefangen zu heulen, weißt du? Aber die meisten gehen zu ihm hin, auch zu den Sturmtrupplern, die Death Trooper hier, die Schwarzen aus Rogue One, die da stehen mit ihrer dicken Waffe und mit dem Stimmverzerrer und so, die reden dann so, können wir denke Foto? Und er sagt, jetzt. Und als Kind würde ich doch sagen, oh mein Gott, so weißt du, aber die Kinder gehen hin und machen einfach, obwohl es ja Killermaschinen sind im Film. Ja, es ist, glaube ich, die Grenze zwischen dem, was ist jetzt der Film, was ist echt und was will man uns damit sagen. Ja, meinst du? Und gleichzeitig ist es ja auch so weit von der Realität entfernt, das, was man sonst in seinem eigenen Leben und in seinem eigenen Umfeld hat. Das könnte ich mir noch vorstellen. Wenn aber wenn du doch einen Horrorfilm guckst, zum Beispiel S, glaubst du, es gibt ein also meinst du, als Kind, der verwandelt sich ja immer in eine Spinne und alles, meinst du? Ja, aber da ist ja wiederum aber das Umfeld, dass es auch in der normalen Straße spielt. Ja, und also da kriegst du, glaube ich, eher den Draht zu. Ich habe halt sonst, außer wenn ich Star Wars auch als Kind schaue, keine Möglichkeit, ein Laserschwert in realer Umgebung zu sehen. Wenn nicht? Jetzt jemand mehr in realer Umgebung. Ich glaube, wenn theoretisch wäre es möglich, dass ich jetzt hier in einem Clownskostüm reinkomme und euch alle abschlachte. Du schreibst gerade meinen letzten Albtraum. Es ist möglich. Vielleicht geht die Kamera aus Blut. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nochmal, ich bin kein Psychologe, aber das wäre jetzt für mich so die logischste Erklärung, dass es einfach trotzdem so fernab der eigenen Realität alles stattfindet, dass man es erst einmal mal aufregend findet und trotzdem erkennt, dass da jetzt jemand keine böse Absicht hat, wenn er bei der Star Wars Celebration rumläuft. Außerdem sind die Eltern ja auch dabei. Was soll passieren? Hattest du jemals Angst, wenn Mama und Papa da waren? So klar. Schon voll Lord Vader kommt noch so. Mein Vater hätte Kylo Ren eine links, eine rechts gegeben. Mit Han Solo das mal. Ja, aber noch eine Sache, ey, die habe ich voll vergessen. Hat der Patrick angesprochen. Wir haben hier so ein Glas. Ne? So an einem Glas. Jeder zieht jetzt einmal so ein Ding. Da steht halt ein Spruch drauf aus Star Wars. Oder ich muss euch den vorlesen, glaube ich. Und ihr müsst sagen, aus welchem Star-Wars-Film das ist. Die okay? Beiden, weil ich habe die Sprüche rausgesucht. Deswegen. Du hast die Sprüche rausgesucht? Ich habe die Sprüche rausgesucht. Okay, dann lese ich einfach mal vor. Ich heb dir auch mal einen. Ich hätte sprachlos hier gesessen, weil du einfach alles sofort gewusst hättest. Ja, das ist der Unterschied zwischen uns. So, du hättest einfach gar nichts sagen sollen. Das wäre jetzt voll der Brainfuck gewesen. Ich bin aber, das war mein letztes Mal schon, ne? Zitat, ich bin wirklich was Zitate. Ah, wir haben doch schon mal Zitate dran. Ja, ich bin so grottig in okay. Zitaten. Oder da siehst du mal, wie kreativ wir immer sind. Die sind jetzt aus einem bestimmten Film? Oder? Aus einem bestimmten Film und einem bestimmten Charakter. Also, es gibt 8 Möglichkeiten immer. Du hast eine Chance. Ja. Richtig zu legen liegt bei 12,5%. Okay. Ben, von welchem Charakter und aus welchem Star Wars-Film stammt dieser Spruch, okay? Von euch jetzt im Charakter, Junge. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Also von Yoda auf jeden Fall. Ja, wegen der Betonung, ne? Ja. Und in Episode 5. Richtig. Yeah. Sehr gut. Okay. Okay, Dominik. Ach, scheiße. Ich platt. Ja, auf jeden Fall. Ich kann okay, ich mach das wie Marco letztes Mal. Ich habe die nur auf Englisch gesehen. Ja, genau. Das ist richtig. Wer ist der größere Tor? Der Tor oder der Tor, der ihm folgt? Och. Ja, das weiß ich sogar. Echt? Ja, das ist ich weiß, wer das sagt, aber ich weiß nicht, welcher Film. Ich habe tatsächlich keinen blassen Schimmer. Die Sache ist. Wobei, ihr habt jetzt keine so Hardcore-Star-Wars-Zuschauer, ne? Also ich werde jetzt auf der Straße von einem Klaus... Wir haben mit, glaube ich, nicht mit YouTube einen Deal, das wird auf der Startseite 24 Stunden stehen. Mit dem Gesicht, er beantwortet die Frage falsch. Wenn es nicht weiß, dann... Ich hab keinen blassen Schimmer. Ich würde jetzt irgendwie was raten, aber das Raten macht es vielleicht halt noch viel, viel schlimmer. Okay, ich sag, du kannst, glaube ich, nicht mehr tiefer singen, also rat ruhig. Ich hätte mir jetzt durchaus vorstellen können, dass es... Vielleicht ist es Obi-Wan in Episode 4 gewesen. Okay, warte. Ja? Ja. Lol, ich hätte Han Solo gesagt. Ach du Scheiße. Stimmt, oh mein Gott, stimmt. Episode 4. Und du sagst noch, du wüsstest es. Also es wäre jetzt für mich am logischsten gewesen. Stimmt, ey, jetzt habe ich die Szene wieder vor. Ich habe irgendwie gedacht, egal. Okay. Aber stark. Ja. Okay. Schneidet das Unsichere von mir raus und präsentiert mich okay, hier jetzt selbst. Okay, jetzt, Ben. Genau. Fühlen, nicht denken. Nutze deinen Instinkt. Yoda? Nein. Okay. 1-1. Sag ihm noch, woher es war. Es war Qui-Gon Jinn aus Star Wars Episode 1. Okay.
So, da bist du nämlich auf meine Betonung wieder reingefallen, ne? Achso, Janik, ja, ich auf deine Betonung reingefallen. Warte für Dominik. Ja, aber hat der EU da nicht auch sowas Ähnliches gesagt? Also, ihr könnt zu Hause natürlich mit. Wir sagen doch immer sowas. Ja, das okay, Dominik. Warte, das ist ein Dialog. Ich habe eins richtig, ich gehe hier auf den Tisch mal ja, mit erhobenen Haupt raus. Also Dominik. Janik. Hochmut, mein Junge, kommt vor dem Fall. Ja, meine Mutter, aber... Ja, auch aber mit der Scheiße mitgespielt. Ja, ja, ja. Wobei, das könnte tatsächlich... ist das Han Solo, dass er zu Kylo Ren in Episode 7 sagt? Aha. Es war Count Dooku in Episode 3. Ach du Scheiße. Zu Anakin. Ach stimmt, am Schluss in der Fight-Szene, ne? Ja, okay, Ben. Es steht 1-1, ne? Wir haben immer viele. Also, ich mag Sand nicht. Er ist kratzig, rau und unangenehm. Weißt du? Ich habe gerade so ein Hardcore-Déjà-vu und ich kann es nicht einsortieren, ob das mit Star Wars zu tun hat oder mit irgendetwas anderem auf diesem Planeten. Was ist denn mit deinen Sandgeschichten? Warst du da tatsächlich nackt im Sand? Film. Into the Blue mit Paul Walker und Jessica Alba vielleicht, wer weiß. Oh, ja, natürlich nicht. Ich weiß es nicht, ich würde aber mal raten, dass es aus Episode 6 ist. Nein, Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger, sagt Anakin Skywalker. Und zwar in der Liebesszene mit Padme. Echt? Ja. Okay. Das kennt sich aus mit Sand hier überall. Oh Gott, ich weiß jetzt, woher mein Sand-Déjà-vu kommt. Es ist, glaube ich, ganz schlimm, es auszusprechen, aber von fucking Finn und Dory. Ich mag Sand, Sand ist schön und matschig. Daher kam das gerade. Okay. Okay, warte, jetzt wieder Dominik dran. Wer sagt zuerst was? Willst du anfangen? Soll ich anfangen? War es das schon, Janik? Das war's. Also, die Zitate sind doch scheiße. Die Zitate sind, ja, also die sind... Ich habe gerade nur eine Szene, die allererste Szene, ist noch nicht meine Antwort. Okay. Ich denke laut. Die erste Szene von Episode 1 im Kopf, als sie da in diesem im Raum stehen und darüber sprechen müssen, also Obi-Wan und Qui-Gon, wer jetzt anfängt, wenn sie reinkommen. Das ist auch meine Antwort einfach mal. Was sagst du? Ja, das sagst du. Ist leider falsch. Mann, ich habe mich so gefreut, dass du gerade genickt hast. Es war Poe Dameron zu Kylo Ren in Episode 7. Oh Gott, ja, natürlich. Okay. Das war vor allem total witzig in dem Film. Ganz am Anfang, in der Szene, wo sie gegenüberstehen. Da sagst du jetzt was? Ja. Mm. Okay, Mann. Hätte man wissen können. Das waren viele Explosionen für zwei Leute, die nicht auffallen wollen. Keine Ahnung. Ich bin da die Zitate raus, ne? Wo ist denn hier Dings? Man bin fast da. Aber warte, Nochmal bitte? Ne, gibt's keine Wiederholung. Kostet einen Dollar. Ach, okay, das waren viele Explosionen für zwei Leute, die nicht auffallen wollen. Viele Explosionen. Oh mein Gott. Du weißt es, wenn du es so gehört hast, würdest du auch nicht wissen. Doch, ich weiß es, weil ich sag dir gleich, warum ich es weiß. Hat es was damit zu tun, ich glaube, dass Anakin irgendwo hingekommen ist und davon nie etwas mitbekommen hat? Also Rogue One ist Satz da nicht drin, ne? Doch. Ja, dann ist es Rogue One. Und wer sagt das? Ja, das sagt der Typ, ne? Aber ich weiß nicht, der Typ mit dem Ding. Wie heißt nochmal der Krieger, der Fighter, der Geheimdienstagent von der Rebellion? Achso, du meinst... Ich meine den Geheimdienstagent von der Rebellion nicht, sondern... Alle anderen. Sondern ich bin immer so froh, dass du genauso grottig in dem Zitat bist. Okay, war das nicht der Roboter? Nee, du hast schon eine Antwort gegeben. Du hast gesagt, der Geheimdienst. Es war K2SO. Hab ich doch gesagt, Roboter! Ja, du hast vorher gesagt, der Geheimdienst. Ich hab gesagt, er ist es nicht. Okay, jetzt kommt der Letzte. Boah, so. Echt, wie grottig. Jetzt kommt der Letzte. Aber es ist auch wenn es um Soundtrack geht, das ist doch der Song aus der Szene. Ja. Eure Überheblichkeit ist eure Schwäche. Moment, das geht an mich, ne? Nein, euch beide, weil es steht ja 1-1. Der zuerst Antwort hat gewonnen. Der Episode 7 sagt das der Snoke gegenüber zu Kylo Ren. Das ist deine Antwort? Mann, du hast schon wieder so geguckt, ich habe mich gerade schon wieder innerlich gefreut. Okay, ich sag, es ist Yoda aus Episode 6. Beide falsch, Leute. Es ist Star Wars Episode 6. Ja, und das ist Luke Skywalker. Eure Überheblichkeit ist eure Schwäche. Luke Skywalker sagt das? Ah, Imperator. Ja, kann so sein, ja. So, und wir haben ganz vergessen, den fahrbaren R2-D2 zu zeigen. Aber ich habe auch noch zum Schluss gekommen. Wie machen wir den an? Ich habe wenigstens einen Punkt da. Janik, jetzt gib alles hier. Genau. So, weil du Rogue One gesagt hast. Ben, die Szene hättest du wissen müssen mit dem Droiden, weil wir doch Rogue One im Flugzeug geguckt haben. Guck mal, Leute, wie geil ist das denn? Der ist ferngesteuert und der kann einfach in den Rücken fahren. Ja, der ist zwar sehr laut. Und jetzt, warte, wir müssen das so machen. Dann kann man nämlich zum Beispiel den hier machen. Guck mal, ich mach einen geilen Move hier. Oh, Dominik. Hallo. Zeig mir deine schöne Seite, du kleine Dirty. Das ist ein R2, ne? So. Man kann aber auch verliebt. Man kann aber auch hier den hier machen. Guck mal. Oh, ich hoffe, der fährt jetzt nicht vom Pudding. Oh, oh.
Ich glaube, der fährt jetzt vom Podium runter. Nein, du bist nicht R2. Ah, doch, ne, der fährt. R2 fährt in den Tod. Aber man merkt schon, der ist ja auch nicht der hellste. Oh, oh. Tu es nicht. Nein! Tu es nicht. Nein, Nina, links. Oh, er hat es nicht gemacht. So, das Leute, war's. Das war's für heute. Kauft euch diesen Jobber unbedingt, der ist wirklich toll. Ja, schreibt mal eure Theorien zu dem neuen Star Wars Film in die Kommentare. Natürlich auch eure Meinung zu Star Wars Battlefront. War heute so ein bisschen Fangelaber einfach. Und die nächste Talk... Wie oft warst du jetzt hier? Dritte Mal. Okay, unsere Top-Gäste waren bis jetzt dreimal hier. Noch einmal und wir müssen ein Poster von denen aufhängen. Und ich habe schon eine Idee, wo wir was machen können. Ja, siehst du. Pau! Pau, dann hängen wir von dir hier. Wir haben überlegt, der am meisten kommt, hängen wir hier Employee of the Month auf. Aber du bist ja kein Employee. Aber doch, bist ja Don schon, weil... Ja. Ja, machen wir einfach. Oder Stammgast. Oder ehrlich, was da, wenn das positiv ist, Hauptsache mein Gesicht hängt da. Ja, dann, da bist du, man sieht dich dann immer, ne? Ja. Und dann ist das schönste Woche. Bild. Okay, Leute, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Woche. Und morgen gibt es mal Fuck You und am Dienstag gibt es PlayNation Battle. Und wir überlegen, PlayNation Battle jetzt auch am Freitag zu senden, Leute. Ne? Also nicht wundern, wenn wir immer bei PlayNation Battle sagen, bis nächste Woche Dienstag, wenn es am Freitag kommt, weil, damit ihr Bescheid wisst. Ne? Und schreibt es den Leuten in die Kommentare, die dann fragen, weil das, wir haben so weit vorproduziert, 2 Monate. Und ja, so, möge die Macht mit euch sein und Jabba. So, tschüss. Tschüss, ciao. Ey, geil da oben, ey. Hammer. Super. Ach.